Don't Look Up, sondern schaut bitte gerne nach geradeaus, denn da sind wir und wir erzählen euch was zu Don't Look Up. Und außerdem erzählen wir euch die West Side Story und wir reden über die besten Drehbücher des 21. Jahrhunderts. Willkommen bei Kino Plus. Das war mein... So, guck hin. Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus mit Antje und unserem Geburtstagskind Etienne. Gestern. Na, ja, aber kommt gestern. Ist schon ewig her. Gestern. Ja. Ne? Ein Tag ist kein Tag. So. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen, feinen Ausgabe, in der es unter anderem um Musicals gehen wird, um Weltuntergänge, ja, und um die Hand Gottes. Ist vielleicht für dich interessant. Madonna. Ja. Zweimal gleich. Und ja, aber bevor wir uns damit beschäftigen und vor allem bevor wir uns damit beschäftigen, was wir zuletzt gesehen haben, muss ich kurz eine kleine, ja, obligatorische Sache erledigen. Nämlich, wir möchten unserem neuen Sponsor ein wenig danken, denn der hat uns hier ein schickes TV-Gerät ins Set gestellt. Den LG OLED Evo TV55 G1 oder G1. Ich weiß nicht genau, wie man die letzten Buchstaben und Zahlen ausspricht. Aber ja, dieses feine Gerät steht jetzt hier bei uns im Set und dafür sagen wir vielmals Danke. Und hoffentlich sieht das alles auch schön vernünftig aus. Aber ich glaube schon, du hast auch so ein Ding zu Hause, ne? Ich habe auch ein LG OLED zu Hause, ja. Und bist zufrieden? Aber den hatte ich schon, bevor es cool war. Ja, cool. So, und was hast du denn? Entschuldigung, was hast du denn? Das wäre jetzt halt einfach die gute Überleitung. Was hast du denn zuletzt auf dem gesehen? Auf deinem OLED? Was habe ich denn zuletzt gesehen? Ich muss ja wieder was sagen, was wir nicht sowieso gleich hier besprechen. Ich habe bei mir im Twitch-Stream habe ich halt Harry Potter 2 geguckt. Das ist so der letzte große Film, den ich gesehen habe. Kommt am Samstag bei uns auf dem Kanal online. Ja, am besten einfach da den Audioflick angucken, das jetzt zusammenzufassen. Aber ich bin immer noch nicht überzeugt von der Reihe. So viel kann ich schon mal sagen. Ich hoffe ja, was dann auch alle immer sagen, ja, warte mal die ersten drei Filme und dann wird es langsam immer besser und so. Aber jetzt habe ich ja schon fast 6 Stunden meines Lebens da rein investiert und kann rein von den Filmen her die Faszination zumindest bei über 14-Jährigen nicht ganz nachvollziehen. Schaust du die echt gerade zum ersten Mal? Nee, ich habe die schon mal geguckt, als die damals im Kino rauskam. Aber da habe ich wahrscheinlich auch aufs Handy geguckt. ja, stimmt, ne? Du hast 2 Filme geguckt und du hast fast 6 Stunden Zeit damit verbracht. Weil ich glaube, sowohl der erste als auch der zweite gehen auf jeden Fall über 2 Stunden und der zweite in seinem Director's Cut oder in seiner Extended-Fassung ja noch mal ein Stück mehr. Krass, 2 Filme. Mhm. Also ich meine, was man natürlich festhalten kann, ist, dass das eine schöne Welt ist, in der es so unglaublich viel zu entdecken gibt. Quasi in jeder Ecke ist irgendwas Geheimnisvolles und irgendwie macht das schon auch Spaß. Aber ich finde halt gerade so die Main-Story zieht noch überhaupt nicht. Also ich weiß bislang immer noch nicht, das ging mir auch schon damals so, als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht, was wollt ihr mir eigentlich gerade sagen? Was ist hier eigentlich das konkrete Ziel von Harry Potter, so, das hat sich mir einfach bislang immer noch nicht erschlossen. Es gibt auch immer noch keinen richtigen Antagonisten. Also du hörst zwar immer, es gibt einen und der erscheint dann in irgendwelchen Formen. Aber mir fehlt da wirklich so ein Mensch in einem richtig dunklen Hut, der irgendjemandem was antut und man sagt, okay, den müssen wir schnappen, so irgendwie. Und ich finde halt auch die Charaktere, also ich finde, Harry Potter hat eine Ausstrahlung wie ein Stück Seife. So. Das ist echt, da kommt nichts rüber. Jetzt verstehe ich auch deine Tweets von vor ein paar Wochen erst. Ich hatte mich gewundert, warum fängst du denn plötzlich an, so viel über Harry Potter zu tweeten? Aber ja, weil ich den halt schon immer gehasst habe irgendwie. Und ich auch dann einfach so. Und es kam dann erst, dass ich gesagt habe, ja komm, dann kann ich mir auch noch mal angucken. Und auch mal, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance und sehe neue Seiten an Harry Potter. Aber bislang sehe ich diese Seiten einfach noch nicht. Ich finde auch Harry Potter, man guckt Harry Potter trotz Harry Potter und nicht wegen Harry Potter. Also du magst Hagrid, du magst Hogwarts, du magst Dumbledore, du magst den Rothaarigen, der in jedem Film einfach nur Ron. Der macht in jedem Film einfach nur
den. Den, das ist sein Signature-Move. Den macht er ungefähr 20 Mal in jedem Film. Dann hast du Hermine, die einzige, die was kann, aber die ist ja auch nicht likable. Also die ist ja einfach eine arrogante Snitch, die irgendwie. Ja, jeder hatte so eine in seiner Schule, ne, in seiner Klasse. So, keine Ahnung. Ja, aber es clever, es wäre, also. Wen mag wenn, ich mir, wenn ich mir das so bei Harry Potter jetzt anschaue und durchlese, ja. Ich weiß nicht, wie weit bist du in den Büchern? Hälfte des ersten. Okay, weil ich bin jetzt im fünften Band. Beim Vorlesen, oder was? Beim Vorlesen, ja. Okay. Und wenn man sich das so ein bisschen durchdenkt, wäre es eigentlich cleverer gewesen, so wirklich so eine als Freundin in der Clique zu haben, weil die ist ja äußerst hilfreich. Ja. Ja, also wirklich in aber allen Situationen. Im echten Leben wollen die halt nichts mit einem zu tun. Genau, das ist halt das Problem. Da sind die noch ein bisschen konsequenter. Ja. Aber ich finde halt auch, dass, also wenn ich das jetzt vergleiche mit den großen Fantasy-Reihen unserer Zeit. Ja, aber also zum Beispiel verglichen mit Herr der Ringe. Kam ja auch ziemlich zeitgleich. Kam fast zeitgleich raus. Also da muss ich sagen. Aber. Und dann doch erstaunlich, ne? Kam fast zeitgleich raus, beziehungsweise zumindest mal, glaube ich, eine Zeit lang parallel zueinander. Mindestens. Ja. Und trotzdem beide, Mega-Erfolg. Ja. Ja, klar. Ist wahrscheinlich auch ein Stück weit eine andere Zielgruppe. Ich würde sagen, Herr der Ringe ist noch mal ein bisschen älter, so zumindest als Einstiegsdroge. Aber ich finde halt, in allen Belangen finde ich halt die Herr-der-Ringe-Filme besser, in allen. Also wirklich, vom Schauspielerischen her, von Effekten her, von Dramaturgie, von einfach allem. Es gibt keinen Aspekt, wo ich jetzt sagen würde, außer vielleicht von kindgerecht. Ja. Ne? Also klar, ich kann mit einem 7- oder 8-Jährigen vielleicht schon Harry Potter gucken, aber Herr der Ringe noch nicht. Aber ich, wie gesagt, ich gebe der Reihe, ich weiß, dass ich mir auch jetzt wieder den Unmut hier von Millionen von Harry Potter-Fans auf mich ziehe. Das ist eine sehr starke Meinungsgruppe, wie ich festgestellt habe. Aber ich geb dem Ganzen eine Chance, vielleicht im dritten Teil, wenn er langsam so einen kleinen Pflaumen hier unten kriegt oder so. Ja, vor allem aus bester gilt, glaube ich, ne? Ja, ja. Dritte nach wie also, wenn du den, wann guckst du den dritten? Hast du da schon ein Ziel? Wahrscheinlich, wir wollen ja am Sonntag Indiana Jones. Wir gucken erstmal am Sonntag Indiana Jones. Und wahrscheinlich dann den Sonntag drauf. Hm, weil beim dritten wäre ich vielleicht gerne nochmal dabei, weil ich muss sagen, den dritten habe ich ja mit meinem Sohn, das war der letzte Film, den ich mit meinem Sohn gesehen habe. Und da muss ich sagen, der hat mir doch noch mal besser gefallen, als er mir ohnehin schon gefallen hat. Wie hat dein Sohn im ersten Teil auf diese Voldemort-Geschichte damit am Ende gereagiert? Da war er ein bisschen irritiert, aber das Ding er kannte es ja schon vom Buch her. Ja, er wusste ja, was passiert. Dein Sohn ist einfach ein krasser Motherfucker. Ich kann das mit meinem nicht. Ich habe mir das dann so angeguckt und ich kannte das Ende gar nicht. Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass dann da irgendwie ein zweiköpfiger Typ kommt, der irgendwie Voldemort hin am Kopf hat. Das hatte ich komplett weg. Ja. Und ich fand das schon durchaus, auch von der Inszenierung, war ich ja schon ganz schön gruselig. Mein Sohn hatte ja so ein Problem mit dem Schachspiel. Da gibt es ja dieses Battle Chess. Ja, weil man nichts sieht. Weil man nichts sieht, genau. Mein Sohn meinte halt so, ich hätte gern gesehen, wie die ihre Figuren bewegen haben und so, Figuren bewegen und keine Ahnung, die fliegen ja nur in die Luft und so. Ja, nur Close-Ups. Auch komplett unlogisch, wie sie da auf irgendwelchen Riesenfiguren sitzen und du denkst dir einfach nur, okay, das größte Problem ist, dass du jetzt nicht von diesem Pferd runterkommst. Ja? Oder beziehungsweise da drauf bist. Ja, oder erstens, warum bist du überhaupt da drauf? Und zweitens, da kletter halt runter. Ja, aber also das ist alles schon wieder so. Ja, also ich fand den zweiten da vom Finale auch deutlich besser schon. Ja. Ja, der war, da muss ich sagen, da war mein Sohn auch beeindruckt, beziehungsweise. Da hatte er Respekt vor dem Finale. Ja. Also das konnte, da hat er auch sogar freiwillig gesagt, das guckt er nicht, weil das war ihm zu. Das war auch intensiv. Aber auch zum Beispiel die Effekte, ne? Da muss man auch fairerweise sagen, ist natürlich 2002 oder so, da war CGI noch nicht so weit, wie es jetzt ist, muss man sagen. Da wurde es schon viel benutzt in vielen Filmen, ja, aber es war einfach noch nicht, also gerade bei diesen Quidditch-Szenen oder so, aus heutiger Sicht. Aber da ist die Reihe ja ein schönes Zeitdokument, weil man ja über die Filme sieht, wie es besser geworden ist. Also im nächsten Teil sieht es auch schon einfach deutlich besser aus. Also der nächste Teil sieht einfach viel, viel besser aus. Wir haben natürlich auch dann die große Schatulle, weil am Anfang haben sie wahrscheinlich gedacht, gucken wir mal, wie dieses Harry Potter da ankommt. Und irgendwann haben sie gemeint, okay, es kommt gut an. Ja, und dann haben sie ja auch mit Alfonso Cuarón ja echt ein Experiment gewagt. So, ne? Also das muss man ja auch sagen. Stimmt, die ersten Mal sind noch von Chris Columbus. Genau. Die haben auch so dieses. Ja, die haben auch gerade durch Williams Score haben die halt schon so ein gewisses, ja, auch nicht so ein Kevin allein so eskes. Haben die, wirklich. Es gibt teilweise so Szenen, wenn die da in den Speisesaal reinfilmen, dann kommt der John Williams Soundtrack. Das ist so, da habe ich gedacht, da könnte jetzt auch Kevin allein zu Hause irgendwie
durchs Wohnzimmer rennen oder so. Es hat sich wirklich exakt gleich angefühlt. Der ist auch sehr, also er ist sehr gut, der Soundtrack von John Williams, aber der ist auch omnipräsent. Also dieses. Ja, aber ich finde, das muss es sein, weil das war bei Star Wars auch so. Und, ja, bei Star Wars hat er halt auch noch geil. Ja, Lichtschwerter und so. Ja, Laserschwerter und Kram. So, komm. Das war's im Prinzip. Ich habe wirklich, ansonsten habe ich nichts geguckt. Ich bin momentan, alle schreiben mir, guck Arcane, guck Arcane. Ja, guck Arcane. Ja, keine, habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt immer noch erste Staffel Ted Lasso, gucke ich gerade. Also nur, um zu zeigen, wie weit ich hinten dran bin. Da hast du aber noch sehr viel Schönes vor dir. Wollte ich gerade sagen. Nee, ich habe die erste gerade beendet übrigens. Ja. Ich würde das so gerne noch mal zum ersten Mal gucken. Ja. Da hatte ich fast ein Tränchen im Auge. Also am Ende muss ich sagen, hatte ich wirklich ein Kloß. Ich kann das ja dann so lange unterdrücken, bis es wirklich im Hals wehtut. und das war schon, hat mich an gute Scrubs-Zeiten erinnert, wo du das Gefühl hattest zwischen Emotion und Freude und Sympathie und so. Und das schafft die Serie echt gut. Dann, in der zweiten Staffel wirst du sie nicht mehr zurückhalten. Nee, dann freu dich bitte auf Episode, auf jeden Fall schon mal auf Episode 4 und 5 von Staffel 2. Ja. Und sieh zu, dass du die um Weihnachten rumguckst. Beide. Ja. Okay. Weil, also wirklich, mir hat's Gesicht wehgetan. Ja. Ja. Mir hat das Gesicht wehgetan. Ja, der Typ ist einfach, man wünscht sich den ja direkt irgendwie als echten, also dass es den wirklich gibt, ne? Weil der ist so einfach. Ey, und sie machen es aber mit Staffel 2, machen sie es tatsächlich mal danach noch ein bisschen besser, weil sie tatsächlich noch dahin gehen, wo man eigentlich nicht, also man hätte geglaubt, sie bleiben erstmal auf dem Level der ersten Staffel so, aber sie gehen ja noch einen Schritt weiter. Und dass sie das machen, finde ich wirklich sehr, sehr cool und konsequent und großartig. Also. Hat mich schwer beeindruckt. Und ich bin noch nicht mal mit der zweiten Staffel komplett durch. So. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade die Folge gesehen, wo der Coach allein durch London kurz spielt, wo er allein durch London irgendwie, der hat so eine Art nach der Abend. Das ist ja basierend auf die Zeit nach Mitternacht, wenn wir von der Genau. Und das ist so witzig, weil ich habe von Scorsese die beiden, die Serie, die Folge und den Film irgendwie im Abstand von 2 Tagen das erste Mal gesehen. Also so einen großen Zufall kann es bei diesem Film eigentlich nicht geben, weil der ist ja nun nicht wirklich extrem präsent. Nö. Ist jetzt, glaube ich, nicht Scorseses bekanntester. Nicht einer der bekanntesten. Nee. Und das, also, was für ein Zufall einfach. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Nee? Also es ist so, du kennst doch hier, aber bestimmt mit Elizabeth Shue, diese Nacht der Abenteuer. Ja. Ja? Babysitter, Adventures. Ich glaub, das ist nicht plus. Genau. Und sowas musst du dir vorstellen in Ernst. Und sowas musst du dir vorstellen dann in Ted Lasso. Ja. Und ey, die Folge, ich fand die wieder so großartig, wenn dann plötzlich der Glatzkopf da steht und ihm hilft, so Hamme. Und vor allem, das ist ja, wir sprachen gerade darüber, das ist jetzt nicht der bekannteste Film, also wie viel Liebe für Film muss da drin stecken, dass man sich so einen Film nimmt und den dann verarbeitet, auch im Hinblick ja darauf, ich habe die Folge zuerst gesehen, stimmt, weil ich habe im Nachgang erst gerafft, dass es eine Hommage ist, also ich habe die Folge zuerst gesehen, dann den Film und die funktioniert ja auch ohne, dass man weiß, dass es eine Hommage ist. Und erst im Nachgang merkt man so, das war ja noch viel cleverer, als man dachte. Und auch immer diese kleinen, feinen Beobachtungen. Ich glaube, es war in der ersten Staffel, oder? Da gucken sie doch irgendwann mal, Iron Giant, oder? Und dann sagt er so, ey, wir sollten vielleicht hier zusehen. Und was ich, spätestens ab Minute 71 haben wir hier einen Saal voll 24 weinende Männer oder sonst irgendwas. Das ist halt genau die Stelle, in der der Dings in den Himmel fliegt und Superman sagt so. Ja. Und das ist halt auch wirklich genau die Stelle, bei der ich jedes Mal anfange zu heulen. Und vor allem, wir das, haben also, sie bestimmen genau den Zeitpunkt. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, also richtig, richtig gut. Und wir haben die eigentlich angefangen, weil Tobi die sehen wollte. Ja, und irgendwie die fängt ja an mit einer Szene im Flugzeug, weil Ted Lasso ja im Flugzeug erst dahin fliegen muss. Und irgendwie nach 3 Minuten sieht er, dass er ein Buch, oder sieht Tobi, dass Ted Lasso ein Buch liest, wo er meinte, das ist ein Fachbuch, das kann eigentlich gar keiner kennen. Und dass der das liest, ist so 100% real. Da war er dann sofort drin. Und mich hat das jetzt weniger über die Fußballthematik abgeholt, aber über diese unfassbare Warmherzigkeit. Also, dass es das heute noch gibt. Ich finde aber, dass sie es ganz gut hinkriegen, weil ich gucke da natürlich auch ein bisschen als fußballaffiner Mensch hin und finde aber, dass sie es, na klar, die Szenen dann da mit dem CGI im Hintergrund, ist aber in der zweiten Staffel, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden. Aber ich finde, dass sie irgendwie die Themen, so die's, von denen man denkt, dass es sie im echten Fußball gibt, auch ganz gut immer
angehen, so irgendwelche Alpha-Tiere in der Kabine und Frauengeschichten und dann der Spanier, der immer gut drauf Dani ist. Rojas, ja. Dani Rojas. Ja. Football is life. und so, dass du halt so diese ganz unterschiedlichen Typen hast, den alten Veteran, der über sein Zenit ist und dann He's here, he's there, he's every fucking where Roy can, Roy can. Genau, das finde ich halt schon, oh, das finde ich schon, auch wenn man gar keinen Bock auf Fußball hat oder so, finde ich, das sind so Themen, mit denen kann man irgendwie connecten. Jetzt hätte ich noch einen Rant gehabt, aber komme ich mal in Bada Binge, wenn ihr es besprecht, über Dexter. Ja, ja, das können wir ja demnächst nochmal. Dexter, wie heißt die neue Staffel? Frozen in Ice oder was? Ich hab gestern New Blood heißt sie doch. Ja, oder? New Blood. Alter Schwede, die Serie wird von Folge zu Folge dümmer. Und mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, sie abzuranten, weil ich saß wirklich da, du kannst dir nicht vorstellen, ich wollte dich fast schon anrufen und dir das erzählen, weil du nicht glaubst, was für dummer Scheiß da teilweise passiert. Nur eine Sache, die haben jetzt einen Charakter dazu gemacht, in diesem Police Department kommt plötzlich und auch oberklischeehaft so eine junge Frau rein mit so einem Sektglas und die hat einen Podcast, einen True-Crime-Podcast. Und ist ja erstmal sehr realistisch heutzutage. Das schon, aber die Art und Weise, wie sie rein, sie kommt so rein, ich konnte sie nicht stoppen. Und dann setzt sie sich einfach bei der Hauptermittlerin rein, die die ganze Wand hat mit Tatverdächtigen. Ha, ich bin sehr gründlich bei meinem Podcast. Und also fortan ist sie jetzt mit und im Ermittlerteam. Und okay. Und es entwickelt sich so eine Art Sex in the City-mäßige Freundschaft zwischen der Hauptkommissarin und dieser Podcasterin. Und es wird so abstrus, also wirklich so ich habe selten so eine dumme Serie gesehen. Okay. Klingt wie eine extreme Karikatur von Castle, falls du das kennst. Castle mit Nick. Da ist er ja ein Krimi-Autor und ja. Stößt dann auch zu den Ermittlungen, die ich sehr, sehr mag. Ich habe bis heute die letzte Staffel nicht gesehen, weil ich weiß, dann ist die Serie vorbei. Und ich weiß noch nicht, wann ich die letzte Staffel gucken werde. Aber da kriegt man den Spagat, glaube ich, zwischen Quatsch und Realismus. Aber es gibt halt bei Dexter gibt's halt einfach einen Vorbau von, weiß ich gar nicht, 7, 8 Staffeln. Und die jetzige fühlt sich an wie so eine Riverdale Interpret. Wirklich. Und der Typ, der übrigens die, der die inszeniert hat, der. Das ist der von den ersten vier, ne? Ja, aber das ist auch der von Bad Girl. Der hat mittlerweile den Pilot zu der Bad Girl-Serie gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wie zerrissen wurde. Mit Ruby Rose, die Bad Girl-Geschichte. Ja, ja. Da habe ich die erste Folge auch gesehen und gesagt, nein, das ist nichts für mich und hab's direkt sein lassen. Naja, aber da komme ich mal in Bada Binge und erzähle ein bisschen was zu neuen Dexter. Ja, das können wir gerne machen. So. Entschuldigung. Alles gut. ganz kurz noch zu Harry Potter. Ich kann voll verstehen, dass man da Schwierigkeiten hat mit zu connecten. War bei mir nämlich anfangs auch so. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Filme doch noch wirklich aufmerksam geguckt. Beim vierten irgendwann ausgestiegen. Und jetzt habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal alle Filme am Stück geguckt, um Weihnachten rum. Und ich glaube, das ist eine Filmreihe, die ist sehr gut zum Binge-Watchen. Also sehr gut dafür da, innerhalb von 2 Tagen alle Filme zu gucken, weil dann hast du auch eher dieses Gefühl von, da ist wirklich ein Antagonist und das alles. Und es ist, glaube ich, mittlerweile für viele auch eine Weihnachtstradition geworden. Das habe ich mir auch für dieses Jahr wieder vorgenommen. Aber, was habe ich denn zuletzt gesehen? Ich habe die 2 Tage, in der ich krank auf der Couch lag, genutzt, um ein paar Sachen von 2021 nachzuholen. Bei Red Notice habe ich ausgemacht. Nach irgendwie einer halben Stunde. Weil der Netflix-Film. Echt? Ich glaube, ich werde den noch mal. Ich habe nicht mal angemacht. vielleicht gucke ich den irgendwann zu Ende, wenn ich noch mal krank bin oder so. Aber ich hoffe, ich werde nicht krank einfach. Ich habe Candyman noch mal geguckt, weil ich war von dem ja nach dem Kino wahnsinnig begeistert. Und bei Horrorfilmen, die verlieren ja gerne beim zweiten, dritten Mal gucken. Und da überhaupt nicht. Ich war extrem selber überrascht, dass der bei mir wirklich hier oben geblieben ist. Und ich bin noch am Überlegen, welchen Mann ich dieses Jahr gruseliger fand. Den Empty Man oder den Candy Man? Da bin ich bei Empty Man. Ja, ihr fandet den ja, glaube ich, du fandest ihn in Ordnung. Was bei dir bei Horrorfilmen ja wirklich was bedeutet. Ja. Du fandest ihn, glaube ich. Ich fand ihn gut. Du hattest aber so einige eklatante Schwächen, Stichwort. Ja, aber. Was ist es nun, ein Remake oder ein Sequel? Und dass da ja neue. Hatten wir da. Bei Empty Man? Achso, bei Candyman. Bei Candyman. Oder auch, dass plötzlich dieses Mysterium erweitert wird. Genau, und genau. Aber das waren. Für mich, der funktioniert für mich gar nicht zwingend als Candyman-Film, sondern losgelöst davon wirklich als wirklich extrem guter und extrem gut gefilmter. Horrorfilm. Der Schauspieler von Candyman, ist der auch bei Don't Look Up der Typ? Nein.
Nee, okay, nein, ich verwechselt. Der ist der Schwarze, der mit DiCaprio und Jennifer Lawrence da die ganze Zeit. Okay. Dann habe ich Ron läuft schief nachgeholt. Das ist dieser Disney-Film, der ganz kurz kam. Oder Fox. Ja, aber der jetzt halt genau, der dann über zu Disney gewandert ist. Der anfängt wie eine sehr sympathische Mischung aus Baymax und Mitchells gegen die Maschinen. Und dann geht nach der Hälfte fällt er plötzlich total ab, weil dann plötzlich Themen aufgerufen werden und Plots irgendwie noch eingeworfen werden. Das finde ich nach der Hälfte des Films immer ein bisschen schwierig, wenn man da plötzlich merkt, ihr wollt noch irgendwie drei andere Themen behandeln und lasst die erste Hälfte so ein bisschen links liegen. Also der wirkt so, als hätte man da drei Drehbücher gehabt und am Ende hat man das alles zu einem Film gemacht. Also fängt, wie gesagt, sehr süß an, aber hinterlässt, gerade für so einen Film, wenn der dann gar keinen Eindruck hinterlässt, obwohl der eine sehr, sehr süße Hauptfigur hat, ist immer nicht so das beste Zeichen. Dieses Michelin-Männchen da. Ne? Ja, genau. Ich habe das erste Mal The Stepford Wives gesehen, die Version mit Nicole Kidman. Ja. Und wer mal schlecht gealterte Effekte sehen möchte, der sollte sich mal die Frauen von Stepford angucken. Also da liegst du teilweise auf dem Boden vor Lachen, weil das so furchtbar aussieht. Und das sind, der hat im Nachhinein, gibt er so viele Anlässe zum Auszählen und das ist alles unlogisch. Und das selbst in dieser kreierten Welt da, also High Concept zum Trotz. Und ich habe einen Film gesehen, von dem ich dachte, er startet diese Woche, deshalb habe ich ihn eigentlich gesehen, nämlich Annette. Das Musical von dem Typen, der Holy Motors gemacht hat. Leos Carax. Genau, jetzt ist die Frage, soll ich darüber sprechen oder sprecht ihr nächste Woche drüber? Ich denke mal, wir werden auch nächste Woche drüber sprechen, wenn den der eine oder andere gesehen hat, aber sag gern was. Okay, es ist ein sehr deprimierendes Musical und das gleichzeitig sehr mitreißende Songs hat. Da kommen wir ja später auch noch drauf bei West Side Story. Und ist sehr strange und sehr weird und hat wahrscheinlich ganz viel Subtext, reißt auch ohne den Subtext mit in gewisser Weise, weil die Songs so gut sind, aber am Ende bist du echt down. Und wie gesagt, obwohl die Songs teilweise wirklich mitreißend sind, geht um ein Künstlerpärchen. Er ist sehr provokanter Comedian, gespielt von Adam Driver. Sie ist Opernsängerin, gespielt von Marion Cotillard. Die beiden kriegen ein Kind. Als das Kind zur Welt kommt, ist das Kind eine Puppe. Und wird dargestellt von einer Puppe, soll aber ein echtes Kind sein. Die Symbolik ist sehr schnell erklärt, aber das würde zu weit führen, auch Stichwort Spoiler und so. Und die beiden stellen irgendwann fest, dieses Kind kann schon im Alter von irgendwie, das ist noch ein Säugling und kann wahnsinnig gut singen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Geschichte über eine extrem boshafte und böse, heutzutage würde man wahrscheinlich toxisch sagen, Beziehung. Und das ist nur der Anfang. Also es ist, wie gesagt, sehr niederschmetternd und es kommt auch noch ein Mord drin vor und das alles. Also es ist sehr hart. Ich hab Bock. Da doch lieber Tick, Tick, Boom. Den habe ich nämlich auch noch gesehen. Und für mich einer der besten Filme des Jahres. Ich bin aber auch wirklich Hardcore-Musical-Fan. Von daher. Aber guck mal. Musicals sind en vogue. Wir haben West Side Story, wir haben Annette, wir haben Tick, Tick, Boom. Und ich würde jetzt mal von allen dreien behaupten, sie sind nicht die positivsten oder sie lassen einen nicht unbedingt mit dem positivsten Ende. Dear Evan Hansen hatten wir auch gerade. Und war der positiv? Hat der ein Happy End gehabt? Da geht's um. Nein, hat er nicht. Da geht's um depressiven Jugendlichen. Siehst du? Also, Musicals, muss ich sagen, haben momentan die Eier, die sich manche andere Filme nicht ranwachsen lassen wollen, indem sie halt wirklich mal halt depressive Enden präsentieren. Ich glaube, man kann gewisse Sachen den Leuten nur singend vermitteln. Ja, und Unhappy End. Ja. Geht nur singend. Ja. Das fand ich, wenn es schon tragisch ist und einen runterzieht, dann lass es uns wenigstens den Hauptdarsteller singen. Ja. Das fand ich ja so interessant bei dir, Evan Hansen, der ja extrem dafür kritisiert wurde, dass er ein so hartes Thema wie Depression und auch wirklich dann Suizid und so weiter, dass er das als Teenager fixiertes Musical aufbearbeitet, so ein bisschen im Stil von Love, Simon. Und dann denke ich mir so, ja, aber ihr guckt, also was ist denn zum Beispiel mit West Side Story? Bestes Beispiel jetzt gerade. Da werden Bandenkriege und auch Verbrechen und so weiter auch als Musical aufbereitet. So, und es ist relativ. Ich glaube, wir reden über Dear Evan Hansen noch. Ich weiß nicht, einen der häufigsten Kritikpunkte, die ich zu Dear Evan Hansen gelesen habe, war eigentlich vor allem, dass dann 30-Jährige ein Highschool-Spieler spielen. Ja, ich weiß, da muss man sich dann halt mit arrangieren. Das ist der ist auf jeden Fall aus Pitch Perfect.
ist es, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt, es ist ein Pitch-Perfect-Darsteller. Der ist halt im wirklichen Leben fast 30 und spielt einen, ich glaube, 16- oder 17-Jährigen. Wie bei Dexter, der Sohn von Dexter, der. Der spielt einen 15-Jährigen komplett voll behaart. Aber es ist halt nicht auf einer Ebene wie in 21 oder 21 Jump Street, wenn man den halt von vornherein ansieht und wo sie sich halt wirklich auch, die ja wirklich überhaupt nicht in die Highschool und College, in das College-Gedöns passen. Zum einen, der kann halt wirklich singen und ich finde es völlig legitim, jemanden zu casten in einem Musical, der singen kann. Und zum anderen, der sieht halt auch nicht aus wie 30. Also ja, der sieht jetzt auch nicht aus zwingend wie 16, aber ich finde, nach wie vor funktioniert. Aber ich glaube, über Dear Evan Hansen sprechen wir noch im Jahresrückblick. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, jetzt sprechen wir erstmal über ein neues Plakat, nämlich bei Billig oder Willig. Der gute Mann legt los und wird nicht müde, wo man dachte, okay, jetzt hat er sich nach ein paar Filmen so ein bisschen Auszeit verdient. Nein, er legt erstmal mit The Gentleman seine alten Glanzzeiten neu auf. Dann präsentiert er mit Cash Truck einen Geldtransport-Thriller, der nicht gerade typisch ist für sein bisheriges Gangster-Schaffenswerk. Und jetzt kommt schon direkt der nächste Film. Wieder mit Jason Statham, wieder mit Hugh Grant, der ja schon bei The Gentleman auch mit dabei war, wieder mit Josh Hartnett und noch mit ein paar anderen bekannten Nasen. Und es gibt ein Plakat, das sehr farbenfroh gestaltet worden ist. Es heißt, oder der Film heißt, Operation Fortune. Und ja, das ist das Plakat. Ruse de guerre. Kingsman. Ruse de guerre, das heißt doch Fake-Krieg im Prinzip. Ja, es ist ein taktisches Manöver im Krieg, so gesehen. Ich finde, es sieht aus wie Kingsman trifft Gentleman trifft Codename Uncle. Das waren so meine ersten Assoziationen und meine zweite Assoziation war, gib mir diesen Film. Josh, ist das Josh Hartnett? Das ist Josh Hartnett, ja. Der war schon bei Cash Truck, war der mit am Start. Aubrey Plaza, nice. Und da hat man sich schon so ein bisschen gewundert, wo der auf einmal wieder herkommt. Und dann wurde aber schon im Laufe der Ankündigung, dass Josh Hartnett bei Cash Truck mit dabei ist, wurde auch schon bekannt, dass sie schon bereits einen zweiten Film in der Mangel haben. Der hieß aber mal der hieß zu Beginn noch anders. Ich weiß den ersten Titel leider nicht mehr genau. Aber ja, jetzt ist halt klar, dass der Operation Fortune Ruse de guerre heißt. So. Ich finde es witzig, dass Jason Statham so einen Gesichtsausdruck hat wie, aber ich bin am Ende noch der Star von Guy Ritchie. Ich finde, das hat etwas sehr, ich weiß, die anderen haben auch große Namen, aber ich bin der Guy Ritchie-Typ, oder nicht? Naja, aber ich finde es ja eigentlich ganz cool. Ich meine, die beiden haben ja zusammen angefangen, so gesehen. Die beiden sind ja zusammen bekannt geworden. Ja, eben. Und jeder ist so ein bisschen seinen Weg gegangen und jetzt aber, weiß ich nicht, jetzt nochmal. Ich finde sowas immer ganz cool, wenn irgendwie so ein Regisseur, wenn beide, also wenn man irgendwie noch immer auf die Leute zurückgreift, mit denen man am Anfang zusammengearbeitet hat. Genau. Irgendwie, das gibt einem immer zumindest die Illusion, das sind gute Freunde, die Filme zusammen machen. aber es ist ja auch irgendwie ein gutes Match. Also die Filme, die zusammen gemacht haben, haben mir auch eigentlich alle gut gefallen. Insofern. Und waren jetzt auch nicht unerfolgreich. Und waren auch immer eigentlich die Besten von Statham, oder? Also jetzt mal Fast and the Furious ausgeklammert oder so. Sind das schon die Filme, wo ich das Gefühl habe, also dass Guy Ritchie auch das Beste aus ihm rausholt? Ja. Ja, also ich sag mal so, ne, Snatch und Buddha am König Gras, unter den vielen Filmen, die Jason Statham gemacht haben, und wir werden noch über einen weiteren heute reden. Mir bessere. Und bei Cash Truck war nicht Jason Statham das Problem. Also ich mag ihn ja leider gar nicht. Den habe ich immer noch nicht gesehen, aber. Also er war nicht das Problem, ne? Das war eher die eher verkonstruierte Geschichte, die er da erzählt hat. Aber ja, ich meine, ich mag Jason Statham. Also, und ich fand den letzten hier, Gentleman, fand ich wieder, da war Guy Ritchie wieder auf altem Niveau. Ich fand ihn richtig gut. Und kennst du ihn da unten links? Ah, ist jetzt auf dem. Nee. Cary Elves. Ach Quatsch. Mhm. Die Braut des Prinzen. Ja. Das finde ich ja auch lustig. Der macht noch was? Beziehungsweise der Wingman von Topper Harley. Stimmt, ja. Oder Robin Hood, Held in Strumpfhosen. Ja, ja, ja. Cary Elves, super Typ. Oder der Typ, der sich das Bein abgesägt hat im ersten Saw. Wahre Liebe. Nee, echte Liebe. Wie sagt er im Braut der Prinzen? So diesen einen Leitsatz. Du, ach, okay, du bist kein Braut der Prinzen-Fan. Ich habe den ja mit euch zum ersten Mal gesehen. Ihr wart nicht begeistert. Ja, egal. Da sagt er doch zu seiner Prinzessin immer wahre Liebe. Daran erkennt sie ihn doch.
Ja, ich. Oder echte Liebe. Eins ist von Borussia Dortmund und eins ist aus dem Film. Ist egal. Oh je, jetzt hätte ich sogar Schwierigkeiten, den von Borussia Dortmund zu sagen. Das ich glaube, Borussia echte Dortmund Liebe? Ist echte Liebe. Echte Liebe, ne? Wahre Liebe war auch noch eine Serie mit mir ist nur noch. Mein Name ist Juan Carlos Montoya and you're going to die. And you killed my father and today I kill you. Irgendwie so, ja. Ja, was sagen wir zu dem Plakat? Ja, würde ich mir jetzt nicht ins Zimmer hängen. Nee, ich auch nicht. Ich finde vor allem, sie sind alle irgendwie, also sie wirken nicht unbedingt wie so eine Einheit, sondern tatsächlich, als hätte jemand im Photoshop jedes Einzelne so auf eine neue Ebene geknallt. Ich glaube auch nicht, dass die dieses Foto zusammen gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja, das würde ich auch bezweifeln. Sieht aus wie so ein GTA, könnte auch ein GTA-Poster sein. Ja, also Staten spielt wohl einen MI6-Agenten. Und Aubrey Plaza spielt eine FBI-Agentin und die beiden müssen irgendwie verhindern, dass irgendeine Technologie verkauft wird oder irgendwie in die falschen Hände gerät. Der Name ist halt auch richtig scheiße. Operation Fortune ist halt auch richtig schlecht, aber ich habe trotzdem Bock auf den Film. Ich glaube, das ist. Es basiert auf irgendwas. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Das konnte ich jetzt nicht nochmal recherchieren. Mir ging es eigentlich auch in erster Linie um das Plakat. Wenn es soweit ist, werden wir bestimmt noch mal ein paar neue Informationen rausfinden. Aber ja, sag mal so, gibt bessere. Aber es sorgt, finde ich, für Aufmerksamkeit. Also es gibt auch Plakate, da scrolle ich durch Twitter und gucke die nicht näher an. Und hier bin ich stehen geblieben. Ich finde die Kombination aus Blau-Gold mal ganz angenehm. Das ist nicht dieses Blau-Rote oder Blau-Grüne, sondern jetzt mal was anderes. Also sie haben, oder Rot-Grüne. Also sie haben mal hier. Ich finde, allein durch die Farbgebung sticht es mal ein bisschen hervor. Aber es ist auch nichts, was mich wirklich vom Sockel reißt. So, mehr haben wir leider nicht in Sachen billig oder willig, deswegen machen wir direkt weiter mit den News. Trigger-Alarm! Die besten Drehbücher des 21. Jahrhunderts wurden bestimmt. Step Up! Tom Holland soll Fred Astaire spielen, trotz dessen Testament. Brumm, brumm. Bieterkrieg um Brad Pitts Formel 1 Streifen. Ja, Brad Pitt hat einen Formel 1 Film in der Mache, der hat bisher noch keinen Titel. Brad Pitt Stop. Und ja, es ist nur eine Reihe. Also es ist eine von weiteren, die heute schon gefallen sind, ja, noch als die Kamera aus war. Nein, Brad Pitt und Joseph Kosinski, der Mann, der Oblivion gemacht hat, oder diesen Feuerfighter-Film Get No Way Out, hieß er, glaube ich. Ja. No Way Out und Oblivion und Tron, glaube ich. Hat der nicht auch den ruhigen da gemacht? Den was? Da hat er nur mitgespielt, wie heißt denn der nochmal? Der mit Emily Blunt, wo sie die Schnauze halten müssen. Ne, Quiet Place, da verwechselst du jetzt jemanden. Das ist John Krasinski, du meinst? Joseph Kosinski. Joseph Krasinski. Ach, ja. Ich meine den Regisseur von Tron Legacy, Oblivion und No Way Out. Ich erinnere mich. Der jetzt auch den Top Gun macht mit Tom Cruise. Der wollte schon Ewigkeiten, oder beziehungsweise Brad Pitt wollte schon Ewigkeiten einen Formel-1-Film machen. Einen actiongetriebenen Formel-1-Film. Das war dann auch schon mal irgendwann alles in einer gewissen Phase, aber das wurde dann wieder abgeblasen und tatsächlich ist daraus dann letztendlich Le Mans 66 geworden von James Mangold mit Matt Damon und Christian Bale. Ja. Und jetzt haben sie aber trotzdem wieder das Projekt in Angriff genommen und jetzt geht's halt um die Formel 1. Es ist sogar schon. Es sind schon eine Menge Leute mit an Bord. Jerry Bruckheimer ist ganz kurz, ist das ein Foto, also ein Film aus dem Film? Oder ist das einfach nur ein Schnappschuss von Brad Pitt, wo er mal einen Rennanzug anhatte? Oder wie muss ich das verstehen? Weil der Typ da links ist doch auch Schauspieler. Oder nicht? Verwechsel ich den? Oder wo ist das? Ist das nicht? Das ist ein Bild von Le Mans, dem 24-Stunden-Rennen, wo Brad Pitt mitgemacht hat. Brad Pitt ist beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mitgefahren. Ach, richtig mitgefahren, nicht aus dem Film. Nein. Ah, okay. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist eine Schnappschussaufnahme von ihm. Vom Set oder so? Bei irgendeinem. Nee, nicht beim Set. Dafür sieht man zu wenig Kameras. Also, ich hätte gedacht, das ist halt wirklich einfach ein Rennen, wo Brad Pitt mal durch die Boxengasse stiefeln darf. Mhm. Und weil er gedacht hat, es ist vielleicht cool, hat er sich so ein Rennoverall angezogen. Dass er da jetzt mitgefahren ist, wusste ich auch nicht. Okay. Aber. Ja, gut, dann wissen wir jetzt. Ja. Der Drehbuchautor von The Ring ist mit am Start. Der Aaron Kruger. Jerry Bruckheimer ist mit am Start als Produzent. Und ja, Kosinski, Pitt.
Und jetzt geht's los. Jetzt wollen wirklich alle, stürzen sich auf diesen Film und wollen irgendwie alle das Ding machen. Neben den üblichen Verdächtigen ist sogar Disney mit eingestiegen, die sich normalerweise wohl immer aus solchen Geschichten raushalten. Also es ist wohl, das war halt eine Besonderheit in den Nachrichten oder bei dieser Meldung, dass sogar Disney Interesse an dem Projekt zeigt. Sollen denn da echte Fahrer porträtiert werden? Lewis Hamilton spielt wohl auch mit. Also Lewis Hamilton hat wohl eine Rolle. Ich muss ja sagen, ich bin null Formel 1. Ich finde ja Formel 1 stinklangweilig. Interessiert mich überhaupt nicht die Sportart. Deshalb reißt mich jetzt der Film auch nicht so vom Hocker, die Ankündigung. Aber ich mochte Le Mans, ich mochte auch diesen alten Senna, die Doku. Ich mochte sogar hier diesen, wie heißt der mit Daniel Brühl? Rush. Also Filme zu dem Thema sind irgendwie dann doch immer ganz interessant. Aber ob es jetzt noch einen weiteren braucht? Ja, mal gucken. Aber wegen der Disney-Sache, beteiligen die sich einfach normalerweise nicht an diesen Bieter-Sachen? Oder weshalb war das jetzt bei Disney eine? Also es wurde in mehreren Pressemitteilungen wurde hervorgehoben, dass sogar Disney Interesse hat. Weil die normalerweise sich an solchen, wenn es jetzt irgendwie heißt, dass Amazon und Netflix und Apple sich um sowas bemühen, dass die halt normalerweise sich da raushalten, weil, ja, vielleicht haben sie genug eigenes Business am Start und brauchen es nicht. Oder vielleicht wollen sie nicht irgendwie noch zusätzlich dafür sorgen, dass der Preis hochgetrieben wird und so. Man denkt da vielleicht auch wirtschaftlich. Was die genauen Beweggründe sind, weiß ich nicht. Nur es wurde halt in einigen Berichten hervorgehoben, dass sogar Disney mit dabei ist. Also weil Le Mans war ja Fox. Genau. Und es gehört ja auch zu Disney, deshalb. Aber wahrscheinlich haben sie auch gesehen, ach guck mal, Le Mans war ja eigentlich schon ein guter Hit. Hat ja sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum einigermaßen gut funktioniert. Und warum nicht? Rennfilme, wie Eddie jetzt schon aufgeführt hat, ne, scheinen ja doch dann immer wieder entweder den Stoff für gute Geschichten zu bieten oder für eine gute Umsetzung oder eben aber auch dann beim Publikum gut anzukommen. We will see. Ich bin auf jeden Fall ein wenig gespannt bei den ganzen Namen, die da so im Hintergrund genannt werden. So, dann hat Tom Holland jetzt bei der Pressetour zu Spider-Man No Way Home hat er jetzt gesagt, er hat schon das nächste dicke Ding am Start. Er soll nämlich Fred Astaire spielen. Er selbst soll Fred Astaire spielen. AKA Frederick Austerlitz, wie er im Original heißt. Wenn nicht sogar der beste Filmtänzer aller Zeiten. Was sagt Channing Tatum dazu? Der spielt jetzt erstmal Magic Mike 3. Also es gibt eine Fortsetzung von Magic Mike. Yes. Deswegen wird es Channing Tatum vielleicht nicht unbedingt jucken. Und das Pikante an der ganzen Geschichte ist, in der englischen Wikipedia-Seite zu Fred Astaire steht, dass der sein Leben lang abgelehnt hat, ein filmisches Porträt über ihn machen zu lassen. Also er wollte nie, dass so eine Art Biopic über ihn erscheint. Und es hält sich das Gerücht bzw. die Aussage, dass der das sogar in seinem Testament veranlasst hat. Also das steht auch ähnlich kryptisch, also es steht ein bisschen kryptisch bei Wikipedia, aber das hat man dann nochmal anhand von anderen Artikeln lesen können, dass immer wieder heißt, der soll halt in sein Testament geschrieben haben, dass kein Biopic zu ihm. Das klingt wie so eine Urban Legend. Als ob der damals schon antizipieren konnte, dass Biopics ein großes Ding wurden. Naja, oder halt filmisches Porträt. Also er hat es filmisches Porträt genannt. Wir haben dann irgendwann den Begriff Biopic bekommen, dass man halt das ein bisschen vielleicht. Aber das ist so, wie wenn ich mir ins Testament schreibe, ich möchte nicht, dass jemand von mir ein Hologramm anfertigt. Also das ist schon, weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob das eher so eine Hollywood-Urban-Legend ist. Aber es sieht ja dann so aus, als ob sie eh drauf scheißen. Zumal es sogar noch einen zweiten Film zu Fred Astaire geben soll, der sich dann auch noch auf Ginger Rogers mit konzentriert, der jetzt irgendwie parallel dazu entsteht. Wo ich mich halt auch gefragt habe, okay, haben die mit den Erben gesprochen oder scheißen sie wirklich drauf? Ja. Könntet ihr euch vorstellen? Ich meine, hast du mitbekommen, dass der tatsächlich die Hauptrolle bei dem Billy Elliot Musical hatte? Tom Holland? Da klingelt was. Ich wüsste es jetzt nicht präsent, aber ich glaube, wenn es bei Wer wird Millionär eine Frage gewesen wäre und Billy Elliot hätte da gestanden, hätte ich es gewusst. Was, glaubst du, der kann sowas? Ja, also ich glaube, das Casting ist wirklich völlig okay. Aber hat natürlich schon einen Beigeschmack, wenn das wirklich stimmen sollte, ne? Also, ich meine, ich versuche mich gerade in Fred Astaire hineinzuversetzen. Wenn ich in mein Testament geschrieben hätte, ich möchte nicht, dass ein Film von mir gemacht wird, hätte ich da einen Grund für gehabt, nehme ich an. Andererseits ist es auch einfach eine geile Klausel. Vielleicht schreibe ich das auch in mein Testament, auch wenn es
wenn es nie irgendwie einen Film von mir geben würde. Aber nein, ernsthaft, der wird sich da was bei gedacht haben. Und ich finde es schon nicht in Ordnung, dass man da dann halt einfach sagt, machen es trotzdem. Ja, jetzt mag die eine oder der andere vielleicht anmerken, okay, es gibt doch schon einen Film, der heißt Ginger und Fred von, ich glaube, Fellini ist der. Das Ganze war aber halt als Parodie angelegt auf so das ganze Showbusiness und so. Und es wurde auch nie wirklich, glaube ich, benannt, dass das Fred Astaire und Ginger Rogers sein sollen. Aber was lustig ist, Marcello Mastroianni war der eine und die andere Hauptrolle weiß ich nicht mehr genau. Aber die beiden sollen tatsächlich mal früher als Double von Fred Astaire und Ginger Rogers aufgetreten sein. Deswegen haben sie die Rolle dann auch übernommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es da gegangen ist. Ich denke mal, da konnte man sich irgendwie damit rausreden, okay, sie werden nicht genau benannt, beziehungsweise das ist eher eine Parodie und kein filmisches Porträt eines Menschen. Und deswegen konnten sie es machen. Aber ich bin gespannt. Also, wenn das wirklich der Fall sein sollte, könnte ich mir nur vorstellen, dass mit den Erben was geregelt ist. Ansonsten gibt es wieder einen echt schönen Prozess. Oder wir haben wieder eine Schlagzeile mit Tom Holland, die, weiß nicht, Quatsch war oder vielleicht erst aufgrund des Quatsches irgendwie zu einer echten Nachricht wird oder so. Vielleicht hat er Bock drauf und hat das jetzt einfach mal ins Rennen geschmissen. Hm. Wer weiß es. Aber allein für die Blicke bei der Testamentsverlesung, also jetzt bei mir dann, Antje Wessels hat verfügt, es darf kein Biopic von ihr gedreht werden. Allein für die Blicke dann, die ich natürlich nicht mehr sehen werde. Ich glaube, das wird auch in meinem Testament stehen. Okay. Bei mir steht das mit dem Hologramm. Ist schon ein bisschen, witzig. Der letzte Gag, den man macht im Leben. Ja, aber vielleicht wird es ja wirklich relevant. Ja. Eben. Wir wissen nicht, was in Zukunft ist. Wenn die dann in 200 Jahren kommt so eine Retrowelle und dann wollen die irgendwie, hey, es gab da mal Rocket Beans, lass doch mal davon Hologramm machen. Kann ja sein. In 200 Jahren. Meinst du, da erinnert sich noch jemand an Rocket Beans? Naja, kann ja sein, wenn das einfach nur so ein Datending ist. Also, nicht falsch verstehen, wenn sich in 200 Jahren noch jemand an uns erinnert, freue ich mich natürlich. Du weißt doch, wie Memes entstehen. Das muss ja nicht immer irgendwie aus einer großen Geschichte entstehen. Kann ja auch irgendwas sein, was irgendwann mal jemand ausgräbt. Stimmt, guck mal, da waren noch diese lustigen Leute, die versucht haben, ich bin dann nur noch als NFT existent. Keine Ahnung. Hast du dir einen Tarantino-NFT geholt? Nein. Nein? Ich weiß nicht mal genau, was ein NFT ist. Okay. Ich habe gehört, eine Datei, die nur einmal existiert. Ja, okay. Also so eine Art Datei, die man merkt. Haben sie damals bei Napster auch gedacht. Gut, und dann hat die, oder haben die beiden großen Vereinigungen der Drehbuchautoren in Amerika eine Liste der 101 besten Drehbücher des 21. Jahrhunderts erstellt. Und auf Platz 1 ist tatsächlich Get Out gelandet. What? Jetzt pass auf, bevor es jetzt losgeht. Okay, wollen wir mal die Plätze 1 bis 10 durchgehen? Oder wollt ihr raten? Das ist wieder irgendein, naja. Also ich erkenne da zumindest schon mal Get Out, Social Network, Parasite und ist No Country for Old Men. Ja, das zweite von links sagt das mir auch. Das zweite erkenne ich nicht. Ist das vielleicht, es ist nicht dieser das zweite von First, links? First Reformed ist es nicht, oder? Das ist Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Ach, okay. Ah, okay. Ja, also der ist auf Platz 2. Auf Platz 3 ist Social Network, dann kommt Parasite und dann kommt No Country for Old Men. Platz 6 ist Moonlight. Platz 7, There Will Be Blood. Platz 8, Inglourious Basterds. Platz 9, Almost Famous. Und Platz 10, Memento von Christopher Nolan. Sind zumindest Drehbücher mit völlig unterschiedlichen Arten, Filme zu erzählen. Das finde ich gut, wenn man zum Beispiel ein Moonlight neben ein was war das Letzte, was du gesagt hast? Memento? Neben ein Memento stellt. Ich meine, das sind nicht einfach nur diese straightforward erzählten Geschichten, sondern man wird wahrscheinlich bei jedem Eternal Sunshine on a Spotless Mind, man wird wahrscheinlich bei jedem andere Arten des Geschichtenerzählens feststellen. Und das finde ich schon mal sehr interessant. Almost Famous ist der einzige, den ich nicht gesehen habe von denen. Ja, und ich denke halt auch mal. Almost Famous noch nicht gesehen? Mm-mm. Ich denke auch mal, dass man, glaube ich, hier separieren muss, ne, zwischen dem, was ein Regisseur und ein Cutter aus diesem Drehbuch gemacht haben und eben, was auf diesen Seiten steht. Du, ich meine, du hast selbst schon gesagt, du hast schon ein, zwei Tarantino-Drehbücher gelesen und anhand des Drehbuchs konntest du dir halt schon wirklich. Also ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konntest du dir halt schon wirklich Sachen, Szenen direkt vorstellen. Ich hab vergessen, ich habe das Django Unchained Drehbuch nicht komplett, aber so die Hälfte ungefähr gelesen. Das ist ja geleakt irgendwie, da gab es ja auch Stress und damals. Und wie das in meinem Kopf sich zusammengesetzt hat, als ich dann im Kino saß und den Film gesehen habe, ich war richtig baff.
weil es war wirklich wie eine Kopie von meinen Gedanken. Und das liegt einfach daran, dass Tarantino das einfach so, ja, seine Art und Weise, wie so ein Drehbuch zu schreiben, ist einfach, der malt dir schon die Bilder im Kopf. Ich glaube, das auch, deshalb kriegt er wahrscheinlich auch schon immer diese ganzen Stars, weil die lesen das und sind alle hooked und können sich das vorstellen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber naja, es muss ja, also, ne, du hast ja am Anfang nur diese Papierseiten. Ja. Also, das heißt, danach kannst du kannst ja eigentlich nur, wenn du jetzt, sag ich mal, sagst, die besten Drehbücher, kannst du ja nicht nach dem Film gehen, der daraus geworden ist, sondern du musst ja eigentlich schon nach dem gehen, was da auf dem Papier steht. Und wenn das deine Fantasie beflügelt, wenn das so gut geschrieben ist, ich meine, bei Social Network kann ich mir genau vorstellen. Das wären wahrscheinlich die Dialoge, ne? Genau. Die dann da kann ich mir genau vorstellen, da sitzt du davor und liest es und denkst dir so, oh, Alter, das sagt er. Und oh, was sagt er denn jetzt? Und auf wie viel sagt er denn auf einmal? Ja, und keine Ahnung. Also da kann ich mir richtig vorstellen, wie man sich da in diese Dynamik zwischen den einzelnen Maschinengewehrsätzen irgendwie, wie man sich da reinfühlen kann und deswegen sagt, okay, das ist ein richtig gutes Drehbuch. Genauso wie bei vielleicht Eternal Sunshine und A Spotless Mind, wo Gondry, ich weiß nicht, was er da reingeschrieben hat, aber wenn Gondry das halt auch wirklich vermittelt, was er sich da vorstellt an szenischen Übergängen, an Symbolen, an Dialogen und an was ich nicht, an Bildern, die er da vermitteln möchte, dann verstehe ich auch, warum der Film da, also warum das Drehbuch. Aber ich verstehe Get Out in dieser Liste nicht, ehrlich gesagt. Was ist denn an Get Out das Besondere? Ich könnte mir bei Get Out vorstellen, dass es da vielleicht um den Subtext geht. Ich könnte mir das auch vorstellen. Also, dass man, also so wie, wie heißt John Peel, dass der vielleicht über das Drehbuch, über subtile Sätze und Anmerkungen im Drehbuch oder vielleicht auch durch die Beschreibung von gewissen Szenen schon vermittelt hat, dass diese ganze Horrorgeschichte ja eher auf, das ist ja eigentlich fast schon die am wenigsten relevante in dem Film. Das Einzige, was ich halt komisch finde, ist, dass ich finde, auch wenn ich Get Out sehr mag, dass der halt zum Schluss wirklich extrem nachlässt und sein Potenzial nicht verspielt. Aber vielleicht haben sie das Drehbuch mit der nicht verspielt oder verspielt? Verspielt, Entschuldigung. Ja, okay. Nicht ausspielt. Vielleicht haben sie ja aber auch das Drehbuch gelesen mit der Fassung, die zu düster war. Ich weiß nicht, kennt ihr das Ende? Also das nicht genommene Ende? Er sollte ja eigentlich abgeknallt werden. Ja, eben. Ja. Und das hätte ich so viel besser gefunden, weil es die ganze Message des Films viel, viel besser unterstrichen hätte. Aber es wurde halt wirklich als zu deprimierend. Ja, und ich denke mal aber auch, man hätte dann Peel so ein bisschen vielleicht auch noch den Vorwurf des nicht Kopierens, aber das zum Beispiel Wiederholens machen können, weil das wäre halt schon Night of the Living Dead gewesen, so. Wenn er am Ende, wenn der Protagonist am Ende dann nochmal abgeknallt wird von den ja, Gesetzeshütern, so, da hätte man sagen können, ja, das hatten wir damals bei Romero schon, jetzt hat er es halt zeitgemäß in das Szenario übertragen. Ich weiß nicht, ich fand es eigentlich überraschend. Ich fand es eigentlich, weil ich habe auch gedacht, in dem Moment, wo der Streifenwagen da auftaucht, okay, jetzt ist das Thema erledigt. Mhm. So, jetzt ist der Film genau auf der Note endet dieser Film. Und dass er halt eben nicht auf dieser Note endet, sondern es halt anders macht, fand ich dann schon fast wieder überraschend. Obwohl ich dir aber auch recht gebe und sage, ich finde, Potenzial hat er am Ende schon verballert. So. Ich finde den halt, also, ja, es ist so ein ganz unterhaltsamer, netter Film. Aber ich finde, der Hype, den der kassiert, steht in keinem Verhältnis zu dem, was der Film wirklich macht. Und für mich ist das auch wieder so, ich will es jetzt auch nicht überpolitisieren, aber ich weiß nicht, also ich fand den halt nicht so spannend einfach, wie er gemacht wurde, sondern teilweise hat er auch die Töne nicht immer richtig getroffen. Manchmal ist er auch einfach, ich fand es teilweise hat mich diese Hypnose-Geschichte eher rausgerissen. Also dieses leicht übernatürliche Element hat mich, weiß nicht, ob es im Film überhaupt gebraucht hätte, wenn man gesagt hätte, okay, was ist wirklich scary, sind so wohlhabende, reiche, weiße. Das finde ich eigentlich an sich, fände ich das vom Setting halt interessanter, als wenn dann die Mutter noch irgendwie ihre Hypnosearbeit macht und den irgendwie Gedanken fesselt und keine Ahnung. Das ist mir dann irgendwie, war es mir zu viel des Guten und hat dann von der eigentlichen, von dem, was eigentlich gruselig ist, nämlich jetzt mal unabhängig von Hautfarben oder so, dass du irgendwo eingeladen bist und feststellst, hier ist irgendwas mies und die, also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber die sind alle drin, also die sind alle in on it, wie sagt man, so, die stecken alle zusammen. Das finde ich, ist ja eigentlich eine gruselige Prämisse, aber finde ich, hat der Film nicht so Kleingeld bitte. Und? Kleingeld ja, bitte. Ja, stimmt, aber aber bestes Drehbuch. Ich meine, nennt mir einen Dialog oder so aus dem Film, wo ihr sagt, oh, oder? Weiß ich nicht.
Also ich kann keine. Du bist der sich sowas merkt. Überleg mal, welche Drehbücher alle nicht dabei sind, die der damit abgehängt hat. Also aber nenn doch mal ein paar, vielleicht sind die ja in einer erweiterten Liste dabei. Ja, was hast du denn, was würdest du da vermuten? Was würdest du denn, also. Also als Drehbuch könnte ich mir Tenet tatsächlich noch vorstellen, aber jetzt nicht über die inhaltliche Ebene, sondern da auch eher auf einer Ebene wie Eternal Sunshine und Memento. Also ich kann mal so sagen, Christopher Nolan ist neben den Coen-Brüdern der Regisseur, der am häufigsten in der Liste vertreten ist. Aber tatsächlich dann für The Dark Knight, Inception und The Prestige. Gut, The Dark Knight auf 26, Inception auf 37, okay. Prestige auf 82. Keine Ahnung, was diese Zahlen, ob die, sag ich mal, wie man das ableiten möchte oder ob das für einen so eine besondere Bewandtnis hat. Was mit Adam McKay? Weiß oder Big Short? Oh, da muss ich mal gucken. Big Short könnte ich mir gut vorstellen. Oh nein. Big Short habe ich in der Liste gar nicht gesehen. Ach, okay. Um welche Jahre geht's? Naja, alles ab, also 21. Jahrhundert, ne? Alles ab 2001? Alles ab 2000. Also ich glaube, da ist kein Film vor 2000 dabei. Boah, da müsste ich jetzt noch mal nachdenken. Aber also, dass da zum Beispiel kein Scorsese da drin ist, finde ich schon. Also Wolf ist of Wolf Wall Street ist dabei. Ja, aber Wolf of Wall Street nicht schlechter als Get Out, als das Drehbuch. Okay, es basiert auf einem Buch, aber trotzdem. Aber vielleicht ist bei Wolf of Wall Street auch eher die Machart das, was im Kopf bleibt. Ja, das ist halt jetzt eh so eine Frage. Man weiß dann auch letztendlich nicht, was wurde da bewertet und wie. Big Short ist dabei, auf Platz 55. Sehr gut. Und ansonsten, ja, die Coens haben es geschafft mit No Country for Old Men. Serious Man. Oh, das mag, das finde ich gut. Inside Llewyn Davis. Und was mich überrascht hat, Oh Brother, Where Art Thou? Weil ich dachte eigentlich immer, dass der nicht so gern, also dass der nicht so beliebt ist, beziehungsweise der nicht so ein hohes Ansehen genießt unter den Coen-Filmen. Und ich mag den ja wirklich. Ich mag diese ganze Atmosphäre, die die da erzählen. Aber da sagst du es ja wieder, Atmosphäre, ne? Das ist ja wieder kein Part des Drehbuchs eigentlich. Da hätte ich eher Barton Fink dann zum Beispiel gesehen. Ja, aber der ist zu alt. Ah, okay. Der ist zu alt, weil der ist ja schon vor 2090er. Ja. Ansonsten, Tarantino hat es mit 3 Drehbüchern geschafft. Neben Inglourious Basterds, Once Upon a Time in Hollywood und Django Unchained. Was meiner Ansicht nach daran liegt, dass alle anderen davor waren. Also er hat ja keine. Er hat auch Dings noch. Hateful Eight. Hateful Eight. Stimmt. Hateful Eight. Den hätte ich eher. Auch, starkes Drehbuch. Hätte ich mehr als Django Unchained da reingenommen. Naja, gut. Und Paul Thomas Anderson ist noch mit The Master und Der seidene Faden mehrfach vorhanden. Ist noch irgendein Horrorfilm dabei? Ist 12 Years a Slave für dich ein Horrorfilm? nicht im klassischen Sinne. Jetzt können wir aber streiten. Ne? Jetzt ist dann so auf Platz 57 ist dann sowas wie Black Panther. Da fragt man sich, okay, ist das jetzt verständlich, weil da vor allem amerikanische, sag ich mal, Vereinigungen irgendwie auf diese Drehbücher geguckt hat oder sich die Drehbücher angeschaut hat? Oder ist was sind denn die Kriterien, ja. dass dann, also ich verstehe dann einfach nicht, wo der. Nach was wurde es ausgewählt? Welche Checkboxen hat denn Black Panther? Ja, eben, also bei einem, keine Ahnung, bei so einem Double wie Infinity War und Endgame könnte ich mir das dahingehend noch erklären, dass da einfach so wahnsinnig viel Masse zu stemmen ist. Aber bei einem Film wie Black Panther? Wolf of Wall Street ist auf 63. Zum Beispiel. Ja, aber das meine ich halt, Black Panther, ne? Ich meine, da hast du halt ein Superheldenfilm, klar, dass der dann versucht, irgendwie, weiß ich nicht, kulturelle Einflüsse damit einzuarbeiten. Ich denke mir, die werden auch in einem Skript vorhanden sein. Aber du hast doch am Ende auf jeden Fall eine gigantische Actionszene. Ich weiß nicht, ist eine gigantische Actionszene in einem Drehbuch unbedingt Peng richtig ausformuliert oder so? Und dann stürzt Person Nummer 712 auf Kreatur 83 und die beiden sind im Clinch. Also, das steht ja nicht im Drehbuch drin, oder? Also ist schon gar nicht bei so einer Massenschlacht. Schwierig. Ja, wir werden es hier nicht rausfinden. Gut. Aber ist irgendwie, wollt ihr noch wissen oder beziehungsweise braucht ihr einen Film unbedingt in dieser Liste? City of God ist zum Beispiel drin. Ja, wie gesagt, ich würde gerne wissen, ob noch ein Horrorfilm dabei ist, weil sowas wie Hereditary. Ein Fight Club müsste auch drin sein. Der ist aber in den 90ern. Fight Club? Ja. Sure? Nee. Sixth Sense wäre bestimmt auch drin gewesen, wenn der nicht von 99 gewesen wäre, glaube ich.
Vorausgesetzt, die Leute, die das bewertet haben, konnten sich hineinversetzen in die Leute, die sowas das erste Mal lesen, diesen What-the-fuck-Moment. Superbad auf... Stimmt, was ist denn mit Komödien? Auf 88, Borat auf 93, die The 30, also hier 40, Jungfrau 30. Jungfrau 40, mir nicht so. Ja, auf 94, Ratatouille 95. Natürlich blond. Nee, natürlich blond ist legally blond, oder? Ja. Ich glaub schon. Auf 100. Psst. Und noch vor Silver Linings Playbook auf 101. Aber da habe ich nie verstanden, wie der an seine 1000 Nominierungen inklusive Drehbuch gekommen ist. Beste Drehbuch von Frauen, also das am höchsten eingestiegene, ist Bridesmaids auf 12. Ah, da muss ich mich aber auch fragen, was an Bridesmaids liest sich lustig? Weil da sind ja sehr viele, wie soll man sagen, Cringe- oder Awkward-Gags so, ne? Also die lesen sich ja nicht unbedingt lustig. Die werden ja erst lustig durch das Spiel von Kristen Wiig zum Beispiel, wenn sie da halt versucht, sich gegenseitig in ihrer Dankesrede zu überbieten. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht geht's bei den Drehbüchern ja auch so ein bisschen darum, wie ausgefeilt die Charaktere sich schon lesen und deren Art sich so zu geben, dass man von der Art, wie sie reden und was sie machen und dass man da schon auf die Art der Figur schließen kann. Könnte auch eine Rolle spielen. Ja, aber das würde ich dann zum Beispiel bei einem Drehbuch wie The Royal Tenenbaums eher vermuten oder eher erwarten. Oder ja, es klingt für mich nachvollziehbar bei einem Drehbuch wie The Royal Tenenbaums, wo es ja wirklich nur um diese Figuren geht. Und bei Bridesmaids, da geht es ja vor allem ja auch um die Klischees und die ganzen Situationen, die dann halt durch den Kakao gezogen werden oder halt nochmal mit einem neuen Spin versehen werden. Aber das ist halt, das meine ich halt, man weiß überhaupt nicht, nach welchen Kriterien das entschieden wurde, weil diese Filme sind ja alle so unterschiedlich in allem. Von Dialog, das eine ist ein Horrorfilm, das andere ist eine Komödie. Also da eine gemeinsame Bewertungsgrundlage zu finden, ist ja fast schon unmöglich. Also es ist also wie immer bei Preisverleihung. Ja. Siehst du Pans Labyrinth als Horrorfilm? Ja, mit Ansätzen, würde ich sagen. Mulholland Drive? Ja, zumindest was er in mir auslöst. Ja, die wären noch drin. Zodiac? Nee. Wer ist denn auf Platz 11? Weil 12 war Bridesmaids, die Top 10 kennen wir. Wer ist denn der arme Platz 11? Der arme Platz 11? Warte. Hat mich sehr gefreut. Adaptation. Mit Nicolas Cage von Charlie Kaufman. Das kann ich aber verstehen. Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist so ein doppelbödiges Ding und also wirklich und so viele Ebenen. Also den fand ich auch super. Ja, ansonsten Horror, nee. Episode 9 nicht drin, oder was? Nee. nein. Mad Max Fury Road ist drin. Das ist auch wieder ein interessanter Fakt. Die 20 Seiten. Das Drehbuch hätte ich auch gerne mal irgendwie ein bisschen nachvollzogen. Naja. Aber ansonsten, nee, Horrorfilme sieht schwer aus, ne? Doch, Shaun of the Dead vielleicht? Nee, ist kein Horrorfilm. The Lobster. Und das war's. Auf jeden Fall breit gestreut. Darauf, das können wir ja festhalten. Ja, ja. Von Musical bis Horror, alles dabei. So, und wir sind fertig. Vielleicht können wir ja noch mal sammeln. Ey, wenn ihr noch einen Vorschlag habt, welches Drehbuch da hätte unbedingt reingemusst, dann lasst es doch gerne in den Kommentaren da. Ich kenne da eins, das hat nur bislang noch niemand, haben bislang nur ein paar Leute gelesen. Ja, gut. Ist schwer als Grundlage dann zu bewerten. Da hast du völlig recht. Ja. So, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit den Drehbüchern, die bereits auch verfilmt worden sind, aber jetzt erst in diesen Tagen oder heute in den Kinostarten oder auf den Streamingdiensten und so weiter. Hier ist unser Supercut. Das ist nicht real. Das hier passiert nicht. Das ist nicht real, das ist nicht real. Sagen Sie mir, dass das hier nicht passiert. Die Realität gefällt mir nicht mehr. Die Realität ist öde. Thank you.
ich sei zu voreilig, wenn ich an dieses Wunder glaube? Ich meine, dass ihr überhaupt nicht daran glaubt. Freund oder Feind? Schön. Schön, schön. Wer hat den geschnitten? Thomas. Thomas, macht's wieder Mühe. So. Wir haben ein paar Filme noch aus der letzten Woche, die wollte ich nicht unerwähnt lassen. Unter anderem, weil der eine jetzt auch bald zu Netflix kommt und von einem Regisseur stammt, den ich sehr gerne mag. Er heißt The Hand of God. Oder Hand of God, ja. Ich weiß nicht, hat ihn einer von euch gesehen? Das ist der neue Film von Paolo Sorrentino. Mit dem er. Gomorra-Typ. Bitte? Ist der Gomorra-Typ, oder? Nein, das ist der Youth-Typ. Garone. Ach, ja. Matteo Garone ist, glaube ich, Gomorra und Sulima ist bei der Serie und ja, Youth und. Und Youth, genau, ewige Jugend und La Grande Bellezza und Il Divo. Und zuletzt hatte er dieses Berlusconi-Biopic Loro, hieß es, glaube ich, gemacht. Und hier mit diesem Film, The Hand of God, verarbeitet er seine eigene Jugend in Neapel in den 80er Jahren. Dargestellt durch einen jungen Mann namens Fabietto Schisa, der mit seiner Familie in Neapel lebt. Ist so ein bisschen, ja, bisschen bessere oder höhere Gesellschaft. Nee, was ist höhere Gesellschaft? Aber auf jeden Fall, denen geht's halt ein bisschen besser. Ist eine etwas schräge Sippe. Große Familie, aber halt mit sehr, sehr vielen verrückten, eigenartigen, kauzigen Charakteren. Und es geht auch nicht so sehr um ja, die Erwachsenwerdung von Fabietto, sondern um ihn als Fixpunkt und all das, was drumherum passiert. Ja, zum Beispiel, dass der wohl berühmteste Fußballer aller Zeiten kurz davor steht, nach Neapel zu kommen, was für den jungen Mann hier wirklich ein sehr wichtiges Element seiner Jugend beziehungsweise seiner ganzen Lebensweise in Neapel darstellt. Gleichzeitig gibt es die etwas freizügige, wie merkwürdige oder leicht verrückte Tante Patricia, in die ist er heimlich verschossen. Dann gibt es seine Eltern, die leben halt irgendwie in einer Ehe, die eigentlich schon längst keine richtige Ehe mehr ist. Es gibt seinen Bruder, der sich irgendwie versucht als Schauspieler. Und halt all diese Einflüsse werden hier zu einem Sammelsurium, zu einer Episoden-Aneinanderreihung irgendwie verwoben, die halt zeigen, wie der Mann letztendlich, ja, versucht hat, aus der miesen Realität, aus der er kommt, seine eigene Realität zu formen, indem er halt Regisseur wird und Filme macht. Und das muss ich sagen, hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das großartig, weil Sorrentino nicht unbedingt so surreal ist wie in seinen bisherigen Filmen, also so wie bei The Young Pope, sondern halt ein bisschen das Ganze zurückfährt, aber halt einfach die Eindrücke wirklich auf den Zuschauer niederregnen lässt, aber es dabei immer wieder schafft, ja, dass halt ein Moment sich gleichzeitig tragisch und euphorisch anfühlen kann. Oder schön und schräg. Also er schafft es halt immer wieder zu zeigen, dass das Leben halt mehr als eine Emotion zu bestimmten Momenten zulassen kann oder zulässt. Ja, dass du halt irgendwie das Chaos und Wunder im gleichen Raum existieren. Oder Wut und Hass. Und Wut und Hass, aber auch gleichzeitig Liebe. Oder Wut und Hass und Zorn. Das sind, ja, okay. Ich rede eher von Gegensätzlicherem, aber ja. Oder Wut und Hass und Enttäuschung und Trauer. Okay, ich sollte aufhören. Wir reden nicht über Star Wars. Ja. Gut. Die Episode 9. Letterboxd auf, egal. Und ja, also kommt bald zu Netflix. Vielleicht hat der eine oder andere noch die Gelegenheit, ins Kino zu gehen. Mir hat er sehr gut gefallen. Aber ich weiß auch, ich bin ein Sucker für den Mann und dementsprechend muss man da schon eine gewisse Bereitschaft mitbringen. Der geht doch bestimmt wieder sehr lang, oder? Nö, geht 2 Stunden. Knapp 2 Stunden. Ja. Dann läuft noch hoffentlich im Kino seit letzter Woche der neue Film von Paul Verhoeven,
Benedetta um eine junge Nonne, die schon seit Kindestagen im Kloster, sag ich mal, zur Nonne ausgebildet wird und die jetzt so langsam versucht, ja, ihre Position zu verbessern, was dann auch noch dadurch begünstigt wird, dass irgendwann ein armes Mädchen im Kloster Zuflucht sucht und dort aufgenommen wird und zwischen den beiden entwickelt sich dann eine Romanze, die dann aber halt auch noch noch ganz andere Dimensionen angibt, aufgrund der Tatsache, dass Benedetta glaubt, halt wirklich mit Gott zu kommunizieren, beziehungsweise irgendeine auserwählte Form von Dasein zu führen. Und das bringt halt das Kloster und aber auch die ganze Region, sage ich mal, in helle Aufruhr. Und ja, ich musste bei diesem Film sehr oft an, kennt ihr noch den Fake-Trailer von Tropic Thunder mit Robert Downey Jr. als Klosterschüler? Mhm. Satan's Alley, wo er mit Tobey Maguire eine heimliche Liaison irgendwie darstellt. Da musste ich sehr oft dran denken. Und ich musste ein bisschen, das habe ich auch schon im Podcast gesagt, ich musste ein bisschen an Showgirls denken. Denn hier sehen wir diese Frau, die kommt halt da in dieses Kloster und beginnt die Strukturen irgendwie aufzumischen und gleichzeitig sich gegen eine große Konkurrentin durchzusetzen und deren Posten zu übernehmen. Ja, und erzählt viel über, sag ich mal, eben auch die Scheinheiligkeit der Kirche, über die Unterdrückung von Frauen und das Ganze halt garniert mit diversen Provokationen. Und davon kann man sich halt provoziert fühlen oder man kann es halt auch als typisch Verhoeven irgendwie abstempeln. Ich muss sagen, ich fand L, den er zuvor gemacht hat, besser. Und hier, ich fand's okay. Also, ich war jetzt kein wirklich mitreißender Film und ich habe mich jetzt auch nicht wirklich, weiß ich nicht, ich fand's jetzt nicht so skandalös alles. Nee, ich auch nicht, zumal man von Verhoeven ja wirklich schon anderes gewohnt war. Aber ich finde es sehr interessant, dass der, da kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, du bestimmt eher, dieses, es gibt doch sogar so B-Movie-Subgenres, irgendwie Nunsploitation und so weiter. Und man hat das teilweise inszenatorisch, hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist eher in so einem Film. Aber wenn man so ein bisschen die Hintergründe von Paul Verhoeven kennt, der ja auch so, der religiös total bewandert ist, dann weiß man, glaube ich, dass der damit ganz andere Sachen irgendwie erzählen will. Also auch Emanzipation und auch den Glauben an Gott total in Frage stellen will. Dann ist es so witzig, dass man eigentlich eher in einem anderen Film ist, in so einem, Autorenfilmerfilm. Ich finde nur, er ist nicht zwingend mitreißend. Das ist so das eine. Er ist halt teilweise von den Szenen her, da sind Szenen drin, bei denen habe ich das Gefühl, die sind einfach drin um der Provokation willen. Und das ist ja nun mal eine Sache, an der kann man sich stören bei Verhoeven oder nicht. Sexszenen. Ja, das ja, auch. Es gibt so eine Art Jesus-Figur, die schnitzen sie entsprechend um zu einem Phallus, mit dem sie sich dann gegenseitig bespaßen. Und es ist halt nur bedingt handlungsrelevant. Also die Szene an sich schon, aber wie es ausgeführt wird, nur bedingt. Ich musste, aber das ist jetzt halt ein Vergleich, der betrifft ausschließlich so gewisse Folterszenen. Erinnerst du dich an den Film, diesen ganz, 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 ganz furchtbaren aus diesem Jahr von dem Typen, der auch The Descent gemacht hat? Ich habe nicht gesehen, Reckoning oder so heißt. Ja, genau. Ich will die auf gar keinen Fall vergleichen. Es geht nur teilweise um diese hier ja auch durchaus betont billige Ästhetik. Nur, dass es hier ein Konzept hat und in ich habe Reckoning, ich habe den Titel schon sofort wieder vergessen. Da ist es ja eigentlich, ist es ja noch vollkommener hanebüchener Quatsch. Ich fand den wirklich, der hat Qualitäten, die mich aber persönlich einfach nicht so erreichen. Das ist jetzt kein Film, an den ich mein Herz hängen könnte. Aber da steckt definitiv mehr drin, als dass es einfach nur Nunsploitation ist. Und ich fand es sehr witzig, dass die Hauptfigur von Virginie Efira, oder wie sie heißt, weil ich kannte die bisher nur aus französischen leichten Komödien, fand ich sehr. Ja, die geht hier sehr offensiv, beziehungsweise die geht hier sehr freizügig voran. Und also, ich wüsste nicht, wer jetzt, sage ich mal, aus Amerika Vergleichbares spielen würde, zum Beispiel. Ich hätte gedacht, wäre so eine typische Charlotte Gainsbourg-Rolle irgendwie. Ja, aber dann wäre es wahrscheinlich auch kein amerikanischer Film. Ja, und vor allen Dingen ist sie ja wesentlich, ist sie ja dann doch zu alt für diese Rolle, wie sie hier angelegt ist. Also, Respekt
für das Auftreten. Ich glaube, das war alles andere als einfach. Aber ich glaube, sie hätte es auch nicht so gemacht, wenn sie sich bei Verhoeven nicht in den richtigen Händen fühlen würde. Mhm. Also das mag man wohl juristisch alles finden und irgendwie denken, oh Gott, das sieht ja aus wie so ein wirklich billiger 70er-Jahre-Schmuddel-Horror-Porno. Aber das hat halt schon Methode, wie du gesagt hast, ne? Weil man versucht ja, also er versucht ja auch gleichzeitig so ein bisschen dieses Genre sowohl zu zitieren, aber halt auch so ein bisschen zu dekonstruieren, zu zeigen, okay, was damals irgendwie da angewandt worden ist, das ist heutzutage nicht viel anders. Ja. Also dementsprechend, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Ja. Gut, dann habe ich einen Film rausgesucht, den habt ihr wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber da habe ich mir gedacht, komm, den erwähnst du einmal, weil meine Frau hat ihn gesehen und er soll wirklich schön sein. Vielleicht ist es ja dann doch was, was man mit den Kindern zusammen guckt. Laura's Stern, die Neuverfilmung. Es gab bislang, es gab schon einige Verfilmungen. Der startet jetzt diese Woche in den Kinos. Es gab bislang einige Verfilmungen davon. Vor allem berühmt geworden ist eine Zeichentrickverfilmung, glaube ich. Jetzt gibt es eine Realverfilmung. Und die soll halt wirklich echt charmant sein, weil sie halt schon auch an E.T. erinnern soll. Ist das eine US-Produktion? Nö, ist eine deutsche Produktion. Denn Laura findet eines Nachts oder eines Tages einen Stern. Und den nimmt sie mit nach Hause, weil dem Stern geht's nicht gut, der ist irgendwie verletzt und sie versucht ihn halt zu pflegen und daraus entsteht halt eine Freundschaft. Und das ist halt dann wirklich ohne große Bösewicht-Konstruktion oder Überdramatisierung wird das alles wohl erzählt. Und ja, ist halt für kleine Kinder eine sehr angenehme Erfahrung. Und der Stern soll halt nicht reden, sondern der soll halt einfach nur Stern sein. Und trotzdem irgendwie eine gewisse Persönlichkeit ausstrahlen können. Basiert halt auf diesem Kinderbuch. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht für Weihnachten, für den einen oder anderen, für das eine oder andere Elternteil, vielleicht interessant, kann man ja vielleicht mal mit den Kids reingehen, wenn sie noch nicht allzu alt sind. Beziehungsweise Sachen wie, was gibt's gerade für Kinder im Kino? Die Schule der magischen Tiere. Die Schule der magischen Tiere, ja. Also wenn man sie vielleicht auch von der Schule der magischen Tiere fernhalten möchte, was wahrscheinlich schwierig ist. Oder halt Encanto oder so, einfach noch zu erwachsen ist für die Kinder. Ja, wollte ich nur mal mit erzählen. So, dann haben wir, ja, die Verfilmung eines absoluten Klassikers. Steven Spielberg hat West Side Story neu verfilmt. Kommt ins Kino mit Ansel Elgort in der Hauptrolle. Und wie heißt die Dame? Ich weiß es nicht. Ich habe dir vor allen Dingen auch die falsche genannt nach der PV. Ja? Ja. Also die spielt die, die ich meinte, die ich dir gezeigt habe, die spielt da mit, aber die ist nicht sie. Nein? Okay. Ja, hier keiner weiß, wovon ich rede. Hier geht es um die Rivalität zwischen zwei, ja, kann man das jetzt schon, kann man das noch Jugendbanden nennen? Eigentlich nicht. Zwischen zwei Bevölkerungsgruppen, zwischen den Jets, Amerikaner, und den Sharks, puerto-ricanische Einwanderer. Und es kommt halt zu einer Romanze zwischen der puerto-ricanischen Maria und wie heißt er? Ja, doch irgendwie. John? Nee, Tony. Tony, genau. Und dem amerikanischen Tony, ja, die eigentlich beide, wie gesagt, mal auf der rivalisierenden Seite oder auf rivalisierenden Seiten stehen. Und ja, that's it eigentlich, ne? Viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Es ist Romeo und Julia im New York der 50er Jahre. Oder 60er Jahre, Entschuldigung. Und das stößt natürlich Marias Bruder sauer, oder nee, dem, doch der Bruder ist es, ne? Dem Bruder stößt es sauer auf, wie halt auch den Kumpels von Ansel Elgort. Und es kommt, wie es kommen muss. Kann man, ja. Mehr muss man nicht erzählen, weil es gibt eigentlich nicht sehr viel Handlung. Dafür, dass der Film 2,5 Stunden lang ist. Ja. Und natürlich gibt es aber halt diese, all diese großartigen Songs. Und ja, wo das Ganze im Original sich eher auf wenige Kulissen beschränkt hat, da reißt Steven Spielberg hier wirklich vom Leder. Das ist so groß, das ist so weit, es ist so farbenfroh, ein bisschen zu Lens-Flair-lastig, meiner Ansicht nach. Aber ja, es ist ein deutlich detaillierteres und lebendigeres New York, würde ich sagen, als noch im Original. Und für mich ein wirklich großartiger Film,
der mich aber tatsächlich nicht so wirklich erreicht. Was weil ich total halt verstehen kann, ja. Weil ich halt einfach nicht der Musical-Freund bin und Songs, in denen Wörter 15.000 Mal wiederholt werden oder Namen irgendwie 15.000 Mal gesungen werden, wenn die dazwischen drin sind und einfach nur noch die Handlung ausbremsen, da bin ich raus. Es tut mir leid. Aber ich erkenne diese Klasse wirklich an. Das ist ein großartig gefilmter, inszenierter Film. Bilder fantastisch, Kamera super, Farben toll, die Tanzaufnahmen super. Es gibt ein paar Modernisierungen, die finde ich in Ordnung, die finde ich naheliegend. Und ansonsten, ja, wurden ein paar Songs umgestellt, wurden ein paar Songs neu, sag ich mal, in Szene gesetzt. Hier Officer Kruske, oder wie er heißt. Das ist auf dem Polizeirevier, der ist die Nummer. Ja, ja, ich weiß, was die Video heißt. Und ja, ich bin halt kein Musical-Freund, ich werd's auch nicht. Aber ich kann trotzdem sagen, ein begeisternder Film. Also du erkennst an, also es gibt Musicals, die guckt man als Nicht-Musical-Fan und weiß, deswegen mag ich keine Musicals. Und das ist wahrscheinlich eher so ein Musical, wo du sagst, schade, dass ich keine Musicals mag. Genau das. Genau das. Ein Film, den ich nicht gebraucht habe, aber bei dem ich froh bin, ihn gesehen zu haben. Mhm. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gar nichts zu sagen. Ich mag Musicals. Also nicht alles, aber gibt durchaus welche, die mir gut gefallen. Hamilton zuletzt, La La Land fand ich Hammer. Und West Side Story erinnere ich mich von der Schule, das haben wir damals im Musikunterricht komplett durchgenommen. Da habe ich den Film auch zum ersten Mal gesehen, haben Songinterpretationen gemacht, deshalb kenne ich immer noch viele, viele Songs im Kopf. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, weil es ja so ein Kultklassiker West Side Story ist, warum macht man den? Also wenn man den jetzt auf also ich hatte erst, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass Steven Spielberg West Side Story macht, habe ich gedacht, okay, die machen das dann in unserer Zeit irgendwie mit Street Gangs oder so, keine Ahnung. Aber dass es wirklich ein, ja, quasi 1:1 Remake ist, also auch in den 50er Jahren spielt, dann habe ich mich halt gefragt, okay, was muss denn dann, also was muss Spielberg denn eigentlich dann liefern? Und das ist eigentlich genau das, dieses Scope, dieses das Einzige, also du kannst nicht bessere Songs schreiben oder die auch nicht besser machen so. Du kannst es auch, es ist schwer, es ikonischer zu machen für so einen Film, der so oft schon zitiert wurde. Also kannst du es eigentlich nur noch in einer gewissen Weise aufblasen und noch spektakulärer inszenieren in irgendeiner Form. Also das ist so das, was ich von dem erwarte. Ja, also aber ich finde, ein paar Sachen hat er dann schon auch anständig, sage ich mal, geändert. Also wenn ich das, ich habe mir das Original jetzt gerade noch mal so ein bisschen durchgeskippt. Ich will mir den noch mal angucken komplett, aber gerade den Anfang habe ich miteinander verglichen, weil es fängt ja schon an mit dieser Kamerafahrt über so eine Art Baustelle, ja, wo eine Abrissbirne irgendwie die genau das meine ich. Diese Häuser einreißt und du hast diese Kamerafahrt und es dauert halt echt lang, bis sie dann überall wo lang fährt und dann geht der Boden auf und dann kommt einer von den Jets oder ein paar Jets kommen dann aus so einer Bodenklappe raus und so und es ist halt wirklich, es ist halt einfach so elegant und edel. Aber das meine ich halt epic. Ja, ja, genau. Ist so das, was Steven Spielberg dazu beisteuern kann. Aber wenn man sich dann das halt im Vergleich zum Original anguckt, da waren dann halt mehr die Sharks, die aggressiveren oder beziehungsweise von denen ging mehr so die Feindseligkeit aus oder die haben halt, die waren in dem Moment die treibende Kraft. Hier bei Spielberg ist es so, dass die Jets durch das Puerto Ricaner-Viertel fegen, mhm, ja, und dann irgendwie, ja, dafür Unruhe stiften, obwohl sie eigentlich im Musical halt einfach tanzen. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, da die Brücke zu finden, dass es eigentlich dann auch teilweise Gewalt sein soll, die per Tanz dargestellt wird. Wollte ich gerade sagen, es ist, man muss sich schon darauf einlassen, dass die Leute im Takt schnipsen, wenn sie sich gegenseitig eigentlich an den Kragen wollen. Das ist ja auch, wir erinnern uns zum Beispiel an, ist es Beat It von Michael Jackson? Ja. Ist ja auch im Prinzip eine Hommage an West Side Story. Die zwei Gangs, die sich in der U-Bahn treffen. Ja. Ist es Bad oder ist es Beat It? Ich verwechsel immer die Musikvideos. Nee, die gehen ja, glaube ich, ineinander über irgendwie. Oder ich glaube, es ist Bad mit denen. Wo sie sich dann aneinander halten mit dem Messer und dann drehen sie sich im Kreis und so. Das ist ja alles eine Anspielung auf West Side Story. Ja. Genau. Und ja, wie gesagt, ich finde halt, die Jets hier entsprechen mehr dem Bild der Abgehängten, ja, des modernen Amerikas. Und man hat sich deutlich mehr Mühe gegeben mit der Darstellung der Puerto Ricaner, denn die waren im Original, glaube ich, alle geschminkt. Beziehungsweise das waren keine echten Puerto Ricaner. Oder ziemlich viele nicht. Und ja,
wenn ich irgendwie Schwachpunkte benennen müsste, wären das meiner Ansicht nach Ansel Elgort. Oh ja. Der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller, der halt leider ein bisschen blass bleibt, meiner Ansicht nach. Ein bisschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn Ansel Elgort für diese Performance eine Goldene Himbeer-Nominierung bekommt. Ja? Weil das ist ja gar kein Spiel. Das ist ja wirklich ein Nichtspiel. Das ist die Hoffnung. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Ansel Elgort hofft, nicht gesehen zu werden. Und ich habe das im Nachgang mal geguckt, ob das zeitlich übereinstimmt, tut es aber leider nicht, weil es gab ja, das ist hierzulande gar nicht so richtig, nachher gar nicht so richtig durchgedrungen. Er hatte ja einen MeToo-Skandal, so um 2020 rum. Also er hat das dann, es wurde nie bestätigt und es hat immer, es ist irgendwann in der Versenkung verschwunden, weil er soll angeblich eine junge Frau, ich glaube sogar vergewaltigt bzw. missbraucht haben. Aber wie gesagt, ist nie hochgekocht und ist dann auch irgendwann, der Tweet ist irgendwann verschwunden und alles. Er hat das immer abgestritten. Das war 2020. Gedreht wurde der Film 2019. Und ich hatte aber so das Gefühl, das hätte andersrum irgendwie besser gepasst, weil er so spielt, so nach dem Motto, ich darf hier eigentlich gar nicht sein, ich will hier gar nicht sein, ich möchte am liebsten mit der Kulisse verschwimmen. Weil der spielt ja wirklich gar nicht. Also der hat keine Mimik, der, wenn er singt, dann singt er, aber da kommt nichts rüber. Und diese, zum Teil auch falsch. Also ja, beziehungsweise man merkt ein paar Schwankungen in den Tonlagen. So. Wobei ich da sagen muss, das finde ich ja zum besten Beispiel Les Miserables. Ich finde, dass das eine gewisse Intimität zu den Sängerinnen und Sängern schafft. Aber ich finde es auch eher charmant, aber ja, ja, es genau, ist halt nicht perfekt gesungen. Ja, genau. Er hat durchgehend den wirklich selben, ich gucke ins Leere und zeige gar keine Regung, Gesichtsausdruck, was bei einem Film, der auch auf Nahaufnahmen setzt, blöd ist. Und das Problem ist, das ist jetzt wiederum, also um das kurz abzuhaken, Steven Spielberg Inszenierung ist, finde ich, über alles erhaben. Also das ist wirklich inszenatorisch einer seiner besten Filme. Die Probleme sind neben Ansel Elgort, sind aber auch teilweise das Drehbuch, weil ich finde, dass Ansel Elgorts Figur auch durch das Spiel, aber auch dadurch, dass das Drehbuch gewisse kriminelle Ecken und Kanten seiner Figur glattbügelt im Vergleich zum Original, überhaupt nicht diese Fallhöhe entstehen lässt von die Maria verliebt sich eigentlich in einen Kriminellen. Und das, was im Laufe der Geschichte passiert, finde ich, entspricht auch nicht dem, was wir sehen. Also die Art und Weise, wie sich die Romanze entwickelt, die kriegt ja eigentlich durch ein bestimmtes Ereignis im Film noch so einen richtigen Dämpfer. Aber auch dadurch, dass Ansel Elgort, wie gesagt, diese Anziehungskraft von Maria überhaupt nicht widerspiegelt, funktioniert auch diese Liebesgeschichte kaum. Und deshalb diese Anziehungskraft zwischen den beiden, die so wahnsinnig wichtig ist für diesen Film, aufgrund dessen, was da eben passiert, die ist halt nicht da. Und in einem Film, der eigentlich eine Liebesgeschichte ist, die Liebesgeschichte nicht zu glauben, finde ich schwierig. Das sind aber Sachen, die sind dem Drehbuch geschuldet und nicht der Inszenierung von Spielberg. Oder halt die Tragik herauszuarbeiten. Ja, eben, genau, das ist es. Dass da ja zwei Leute sich ineinander verlieben, die sich eigentlich nicht ineinander verlieben sollen oder offiziell dürfen. Genau, und das noch wesentlich größere Problem ist, dass man die Figur der Maria zur Damsel in Distress macht. Das ist zum einen überhaupt nicht mehr zeitgemäß und zum anderen, jetzt gibt man den puerto-ricanischen Figuren in diesem Film schon mehr Kanten und mehr Profil. Und ausgerechnet die weibliche Hauptfigur ist wirklich einfach nur so ein Püppchen, nahezu ohne irgendwelche Charakterzüge. Und wie gesagt, du hast eine Figur, Maria, die total interessant ist, aus der du nichts machst. Und du hast eine Figur wie Tony, auf die du dich komplett konzentrierst die ganze Zeit, aber die grausam gespielt ist und der du das Spannendste, nämlich die kriminellen Ecken und Kanten, abschleifst. Und deshalb hat der, finde ich, auf Drehbuchebene wahnsinnig viele Schwächen. Und trotzdem, und jetzt kommt alles das, was du gerade gesagt hast, kann die Inszenierung das wirklich verdecken. Ja. Ich saß da drin und habe mit den beiden mitgefiebert, weil die zum Beispiel so toll gesungen haben. Oder auch, weil der Rest Rachel so mitreißt. Rachel Zegler heißt sie. Genau, die, glaube ich, vorher nichts gemacht hat. Ne? Das ist, glaube ich, ein, zwei Sachen. Also das ist, glaube ich, die Geburt eines neuen Superstars. Ja, so. Absolut neu. Und ich fand das so faszinierend, dass ich da saß. Ich war komplett irgendwie eingetaucht in diese Welt. Ich wollte nicht, dass der Film endet. Und er dauert schon 2,5 Stunden. Und die ganzen Schwächen sind mir wirklich erst im Nachhinein aufgefallen. Ja. Da sieht man mal wieder, man kann einem Film qualitative Schwächen zusprechen und man kann die genau ausmachen. Wenn der Film dein Herz trifft, kannst du sagen, ich finde den trotzdem toll. Und das ist so ein Film, finde ich, der ist schlechter, als ich ihn finde. Und das muss man auch erstmal schaffen. Oder viel besser, als ich ihn finde. Zum Beispiel. Ja. Ja. Also ich habe Bock auf jeden Fall drauf. Ich habe mir jetzt gerade übrigens diese ganze Vorwurfsgeschichte durchgelesen noch. Von Ansel Elgort?
Ja. Und? Ja, keine Ahnung. Ist immer, wie immer, schwer zu sagen. Es gab da einen Vorwurf, aber er war mit dieser Person wohl zusammen. Und will ja jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Könnt ihr selber googeln. Aber ich hab, man hat ja keine Ahnung, aber es auf ist der anderen Seite, wie gesagt, für so einen Fall ist es sehr, hat es ja gar keine Wellen geschlagen, so richtig. Ja, ich hatte das auch noch nie gehört, deshalb habe ich es gerade mal nachguckt. Aber es stimmt, es gibt auf jeden Fall diese Vorwürfe von dieser Frau. Und er hat gesagt, da ist nichts dran. Ja. Und keine Ahnung. Ist für den Film dann letztendlich auch jetzt erst. Aber dass er kein geiler Schauspieler ist, hat man schon in Baby Driver gesehen. Nur da hat es natürlich die Rolle des Emotionslosen. Da hat's gepasst. Da hat's gepasst, aber da hat man halt gedacht, okay, vielleicht actet er es nur und in Wahrheit ist er halt super der coole Schauspieler, aber nee. Aber in Hast du das Schicksal ist ein mieser Verräter gesehen? Mhm. Weil da, finde ich, macht er das schon wirklich gut. Das weiß ich gar nicht mehr. Das Krebsdrama mit Das ist Zukunftskrebsdrama? Nein. Nein. Das spielt im Hier und Jetzt. Keira Knightley? Nee, mit der anderen Charlene Woodley. Charlene Woodley, ach doch, genau. Der, ja. Und ich finde, da hat er das schon wirklich ordentlich gemacht. Ja. Ja. Stimmt, dadurch ist er auch aufmerksam, ist man auf den aufmerksam geworden, ne? Aber trotzdem, also wirklich, ich sag wirklich, es ist ein großartiger Film. Für die große Leinwand. Für die große Leinwand, am besten auch schön laut aufgedreht. Und wenn man sich jetzt mal zum Vergleich die alte I Want to Be in America Nummer anschaut, die auf Everything dem Dach. In America, die auf dem Dach von dem Haus. Das war auf dem Dach von dem Haus, ne? Da saßen die, glaube ich, oben. Wenn man sich die jetzt mal zum Vergleich anschaut, die halt durch die ganzen Straßen geht und zu einer richtig großen Nummer wird, wie du es dir halt aus alten Hollywood-Filmen noch kennst, wo sie halt plötzlich die ganzen Straßenzüge mit Menschen gefüllt haben und alle tanzen und alle machen irgendwas, was irgendwie zum Takt der Musik passt, ob es jetzt ihre Rollläden hoch und runter sind oder mit irgendwelchen Sonnenschirmen drehen oder sonst irgendwas. Also, was ich diesem Film wirklich, wirklich. Und jetzt ist es blöd, wenn ich jetzt das weiter fortführe, aber egal. Was ich diesem Film wirklich hoch anrechne, ist die Unwirklichkeit, die er erzeugt. Dass du halt wirklich da drin hockst und dir denkst, das ist das Leinwand-Amerika des Mannes, der halt das auf die Leinwand gebracht hat. Also, I want to be in Steven Spielbergs Amerika. So, dass ich hatte da Spaß drin. Also, ich wollte da sein, weil das halt einfach eine coole, irgendwie einnehmende Welt ist. Ne, sich das kann Spielberg halt. Das kann Spielberg halt einfach. Und gerade diese Szene, die du gerade genannt hast, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so ein Zusammenspiel zwischen den Regieanweisungen von Steven Spielberg und dem Können der Choreografen. Selbst bei diesen großen Nummern, wo irgendwann alle Leute in derselben Sekunde dieselbe Bewegung abliefern, hast du das Gefühl, dass da auch was improvisiert ist, was sich ja aber total widerspricht. Genau, also manchmal ist es ein bisschen versetzter. Also oder es so. Hat so wahnsinnig viel Leben und es lebt von diesem perfekten Unperfekten oder unperfekten Perfekten. Und deshalb ist das auch meiner Ansicht nach der viel, viel bessere Film als der, zu meinem Leidwesen, so gar nicht gute In the Heights. Weil da eben das Problem ist, da entsteht kein Leben dadurch, wie perfekt da alles ausstaffiert wirkt. Und irgendwie, glaube ich, es ist nicht von Lin-Manuel Miranda, aber er hat dazu die Songs gemacht. Ich glaube, das sollte In the Heights werden. Und ist es aber nicht. Das ist West Side Story. Und was wollte ich noch sagen? Ich muss sagen, noch eine Sache als letztes. Mich hat der Film dann auch tatsächlich sehr stark an Tim und Struppi erinnert von Steven Spielberg und Peter Jackson, was eben die Kamerafahrten und die Eleganz beziehungsweise dieses Nahtlose, dieses ständig Bewegende, sich Bewegende, das fand ich bei Tim und Struppi damals so beeindruckend, wie sie da mit der Kamera gearbeitet haben und wie sie halt ja von Setting zu Setting gewandert sind oder von weiß ich nicht, von einer Ecke zur nächsten so und dann wirklich Positionen und Winkel eingenommen haben, die man halt normalerweise so nicht kennt oder so nicht einnimmt, ja. Und auch dieser Fluss, diese ständige Bewegung, finde ich, die Tim und Struppi ausgezeichnet hat, die findet sich auch hier in West Side Story wieder. Gut. So. Jetzt haben wir noch einen Kinostart. Der kommt ins Kino für kurze Zeit, für 2 Wochen ungefähr. Und dann ist er bei Netflix erhältlich. Es ist der Film mit den meisten Stars, glaube ich, die Netflix jemals vor einer Kamera vereint hat. Und er heißt Don't Look Up von Adam McKay. Und wir machen es kurz. Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, beziehungsweise Jennifer Lawrence ist es die erste. Und dann Leonardo DiCaprio, ihr Professor, ist der zweite. Die entdecken einen Kometen, einen riesengroßen Kometen von 5 bis 10 Kilometer Durchmesser
und der bewegt sich auf die Erde zu und das ist etwas, was sie in der Regel als Planetenkiller bezeichnen. Und beim Versuch, die Regierung und den Rest der Welt davon zu unterrichten, stoßen sie auf enorm viele Hindernisse. Und das beschreibt halt dieser Film, wie die beiden jetzt halt nun versuchen, die Menschheit darauf vorzubereiten, dass die Menschheit bald nicht mehr existieren wird. Und wie die Menschheit eben darauf reagiert. Vor allem die Amerikaner. Gut zusammengefasst. Ja, ne? Antje. Für mich ist der Film zum einen einer der besten des Jahres. Ich weiß, da sind ja die Meinungen komplett, gehen gerade komplett auseinander, was die kritischen Stimmen angeht. Für mich ist der Film am besten zusammengefasst mit, es ist der Missing Link zwischen Anchorman 2 und The Big Short. Weil wenn man sich erinnert, Anchorman 2 war die letzte Arbeit von Adam McKay und Will Ferrell zusammen. Und weil Adam McKay hat ja seine Wurzeln da bei Will Ferrell. Und dann kam The Big Short und alle dachten, was, das ist der Film von Adam McKay oder ist ein Film von Adam McKay. Und ich finde, dass das perfekt gepasst hätte, wenn dieser Film zwischen den beiden gekommen wäre. Weil er hat auf der einen Seite diese satirische Bissigkeit, die, muss man ja leider sagen, der Film ist ein bisschen überholt worden von der Realität. Aber er hat halt eben auch die Albernheit. Und ich glaube, dass das was ist, was man richtig ätzend finden kann. Also ich muss sagen, der Film hat, das kann man sagen, dass der Post-Credit-Scene hat, oder? Zwei Post-Credit-Scenes, genau. Die sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Genau, und da hat man teilweise das Gefühl, okay, sind wir hier jetzt gerade bei Iron Sky 2 oder was? aber ich finde, dass das extrem gut matcht und dass dadurch auch wirklich ein Humor zustande kommt, bei dem ich wirklich alle zwei Minuten auf dem Boden gelegen habe, so sinngemäß. Man muss halt diese extremen Karikaturen, Stichwort Meryl Streep als Präsidentin, die keine Dickpics, sondern Pussypics verschickt. Und insbesondere von Jonah Hill, das muss man halt einfach mitnehmen. Man muss einfach erkennen, okay, das hier ist eine Satire, die auch nicht zwingend die leisesten Töne trifft. Also da waren The Big Short und Vice subtiler. Die waren wesentlich subtiler, ja. Aber ich muss halt sagen, Adam McKay ist ein hervorragender Comedy-Inszenator. Dann kommt noch hinzu, ich finde, Don't Look Up ist auch sein bestaussehender Film. Und wie gesagt, man kann sich an den Figuren stören. Und es gibt so Details, die ich schade finde. Also zum einen, das wollte Adam McKay nicht. Aber ich glaube, der Film hätte ein paar mehr Reizpunkte gehabt, wenn er nicht nur auf die USA geguckt hätte. Er hat mal vor Jahren in einem Interview gesagt, er möchte nichts erzählen von Themen, von denen er nichts versteht. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, gut, ich kenne mich mit den Gepflogenheiten in den USA aus, also erzähle ich daher. Und er erhebt auch nie den Anspruch, so eine allgemeine Realität zu entwerfen, sondern er konzentriert sich halt wirklich auf die USA unter so einem satirischen Brennglas. Kann ich mir aber, wie gesagt, vorstellen, hätte er da noch hin und wieder mal woanders hingeblickt, wäre das noch interessanter gewesen, hätte dem Ganzen vielleicht noch mehr Kraft gegeben, wenn man sieht, guck mal, so gehen andere Nationen damit um. Und die Figur von Leonardo DiCaprio, von der ich felsenfest davon ausgehe, dass sie für den Golden Globe als bester, dass er den Golden Globe als bester Komödiendarsteller bekommen wird, da hätte ich mir gewünscht, dass man die teilweise nicht so, ja, ich finde, der Lächerlichkeit preisgeben ist zu viel, aber dass der eher so der gesetteltere Typ ist in dem Ganzen, so dieser Christian Drosten des Weltuntergangs. Ich glaube, das hätte dem Ganzen etwas mehr Erdung verliehen und das andere dann wiederum dem anderen mehr Durchschlagskraft gegeben, aber als Komödie und auch als Komödie, die zeigt, okay, als der Film entstanden ist, haben wir eigentlich gedacht, das ist eine Satire und in Wirklichkeit ist das viel, viel weniger Satire, als wir dachten. Finde ich den wahnsinnig gut und wir haben gestern schon drüber gesprochen, der ist gefühlt sehr artverwandt zu Idiocracy und ich mag den sehr, sehr gern und freue mich sehr am Ende beim Jahresrückblick, wenn wir dann so die Filme, unsere Top Ten da haben, dann wird der sehr weit oben auftauchen bei mir. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn man damit nicht connecten kann. Konntest du? Ja, also ich fand den auch sehr unterhaltsam. Aber auch das liegt natürlich einfach an dem Killer-Cast, wo ich auch finde, dass fast eigentlich jeder einen super Job macht. Mein Star ist eigentlich Mark Rylance als der CEO, als quasi, Steve Jobs. Oder Elon Musk, also ein Tech-Milliardär, der die Welt retten will. oder will, ist halt, das kann man hinterfragen. Den fand ich einfach zum Totlachen, jede Szene mit dem. Ich fand auch
ich bin ja eh Jennifer Lawrence-Fan, fand sie auch wieder richtig gut. Jonah Hill hat die besten One-Liner wieder, also typische Jonah Hill-Rolle, aber er nailed es. Der Film geht 2,5 Stunden, ich habe 3 Stunden gebraucht, weil ich ganz oft zurückgespielt habe, mir einzelne Szenen doppelt angeguckt habe und auch teilweise. Sorry, Mom. Ja, weil ich auch und teilweise auch wirklich, wie sagt er auch, Relax Girl with a Dragon Tattoo. also wirklich ein paar gute Jokes und ich dann die auch immer zu Hause so nachgeactet habe, tatsächlich so vom Bildschirm. Während des Films. Das mache ich immer. Das war wirklich ganz oft, dass ich dann so einzelne, auch von DiCaprio dann einzelne Szenen und wir, und ich guck da wirklich ganz genau hin und so, das hat mir alles, also handwerklich ist der, finde ich, wirklich top. Was mich gestört hat ein bisschen ist, wie unsubtil der ist. Also der wirkt, also da frage ich mich dann schon so ein bisschen, wer ist denn letztendlich dann die Zielgruppe davon? Weil der ist wirklich schon mit dem, die politische Message kriegst du wirklich mit dem Holzhammer reingehämmert. Es ist natürlich im Prinzip so eine Metapher auf Global War und meiner Meinung nach und wie dumm die Menschheit ist, dass sie oder dass gewisse Menschen das nicht ernst genug nehmen und das ist mir ein bisschen, da hätte ich mir ein bisschen, weiß ich nicht, subtileres Vorgehen gewünscht, auch so diese Anti-Trump-Spitzen und so weiter, das ist, da echt, ist natürlich irgendwo als Satire irgendwie gut gemacht, aber ist irgendwie auch ein bisschen billig. So, sei nach irgendwie 4 Jahren oder was weiß ich, Trump verarsche von allen Comedy-Formaten der Welt. Kommt das jetzt so 2 Jahre später, wo ich sage, das haut mich dann jetzt auch nicht mehr so vom Hocker? Also da hätte ich mir vielleicht noch eine Bewusstseinsebene gewünscht, wo ich sage, das ist noch mal eine smarte Herangehensweise, die ich so nicht kenne. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich fand aber, was der Film gut gemacht hat, ist so diese Mischung zwischen Beklemmung und dann wieder Humor, was er echt nicht so leicht ist. Ne? Also, dass du einerseits ja wirklich denkst, scheiße, was wäre denn, wenn sowas passiert? Und andererseits sind dann wieder so Slapstick-Momente dabei, die gut funktionieren. Ich musste auch so ein bisschen an Dr. Strangelove denken, wenn so realpolitische Szenarien auf Satire treffen. Das ist natürlich auch ein ganz schweres Feld, glaube ich, gerade weil ich weiß eh, welche Leute den Film nicht mögen. Das ist ganz klar. Ne? Also deshalb ist es auch dann kannst du dir natürlich als Filmmacher auch überlegen, ja, okay, also die eine Hälfte von Amerika wird diesen Film eh hassen. Dann kann ich auch gleich mich an die anderen wenden, so ungefähr. Aber ja, also ich fand ihn nicht perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach aufgrund dieser doch recht einfachen politischen Message und der latenten Unterforderung, was das angeht. Aber kann ihn respektieren für die Comedy-Elemente. Und da finde ich auch Adam McKay nach wie vor immer noch am besten, wenn es um solche Comedy-Elemente geht. Und ja, die Schauspieler Leonardo DiCaprio bin ich ja eh Fan. Also den sieht man sich natürlich auch in jeder Szene gut an, hat auch ein paar gute Monologe wieder. Moment, and was sagt er zu ihm? And don't use math. Oder think about it. Forget the math. Also, it's all about math. Ja, ja. Das macht er schon auch gut. Also, das finde ich alles top. Auch Meryl Streep als super strunzdumme Präsidentin. Da habe ich auch an Idiocracy gedacht. Also, es gab so mehrere Idiocracy-Momente. Und ich finde, das ist manchmal auch ein bisschen strange in dem Film, dass er manchmal so ernsthaft ist und dann wieder, also die Slapstick schon so übertrieben ist, ja, also Meryl Streep und Jonah Hills Charakter sind ja so übertrieben, dass das ja wirklich wie ein Saturday Night Live Sketch teilweise wirkt. Und ja, manchmal weiß man dann nicht so richtig, was will der Film eigentlich mit mir? Was willst du mir jetzt eigentlich der hat mich teilweise sogar an so ein Lonely Island mäßig, so weißt du, so von der Machart hier, Popstar, Never Stop, Never Stopping und so. Also so brachial ist der Humor manchmal und drüber. Da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, aber insgesamt fand ich ihn doch sehr unterhaltsam und hab teilweise ein paar richtige Comedy-Highlights gehabt. Ja, also ihm wird ja wieder so vielerorts und vielfach das Belehrende vorgeworfen, so, ne? Dass es ja eigentlich keine Satire ist, sondern einfach nur ein Aufzeigen von Zuständen. Das hat man ihm ja bei Weiß auch schon vorgeworfen, diese Szenen da mit diesen Leuten, die da vermeintlich, wie war das noch? Da ereignet sich ja auch dieser eine Dialog zwischen den 2 Zuschauerinnen. Die eine meint, ich dachte, ich bin hier bei Fast and the Furious.
Waren das Leute, die den Film gucken sollten? Ja, das war irgendwie so eine Forschungsgruppe, beziehungsweise so eine Testgruppe. Genau, und das hat man eben, war eine Szene, die in sehr vielen negativen Reviews zur Veranschaulichung, oder die in vielen Reviews vorkam, um zu veranschaulichen, wie belehrend Weiß ist. Und das ist der Film, das ist ja Don't Look Up durchgehend eigentlich. Ja, aber die Frage ist ja, weil du hast ja eben auch gefragt, wer soll sich das anschauen und so weiter. Naja, das Ding ist halt, der kommt jetzt auf Netflix. Am 24. oder 23. wann auch immer, wird der auf Netflix hochgeladen. Das heißt, jeder Netflix-Zuschauer, egal wie dumm, clever, arm, reich oder sonst irgendwas ist, er ist, wird dieses Ding präsentiert bekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Adam McKay da gesagt hat, okay, du kannst jetzt nicht mehr da rangehen oder ich kann da jetzt nicht so rangehen an das Thema wie zu The Big Short. Aber der war ja ursprünglich für Paramount. Der war ja nicht für Netflix, der war ja für Paramount. Und dann ist er während der Produktionsphase zu Netflix gegangen. Ja, aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass noch während der Produktionsphase gewisse Dinge halt dann umgeändert werden. Aber was willst du jetzt damit sagen? Nee, dass er halt schon, also dieser Vorwurf oder diese, weiß ich nicht, oder das Bedauern von mangelnder Subtilität, ja, an dem Film, kann ich halt mir insofern erklären, dass der Film halt für eine ganz große Menge an Menschen gedacht ist, die halt sich diesen Film an Weihnachten oder sonst irgendwann angucken sollen, also auf dem Streamingdienst. Ja, und die halt, keine Ahnung, denen du halt nicht mehr subtil kommen musst, sondern denen du halt wirklich einmal wirklich mit dem Holzhammer vor Augen führen musst, dass es irgendwie schief läuft und wir halt uns selbst, sag ich mal, so derartig im Weg stehen, dass es vielleicht nicht mehr irgendwie auf die feine Art geht. Wenn du verstehst, ja, aber er zeigt ja auch dafür dann zu, also er zeigt so wenig Lösungen dafür. Das ist halt so. Und also da muss ich halt sagen, so, ja, wir hängen alle zu viel an Social Media und dass diese ganzen Themen, die da ja auch mit, auch durch diese Rolle von Mark Rylance, der böse Milliardär, der uns mit iPhones besorgt, wir gucken alle nur noch aufs iPhone, wir sind oberflächlich und so weiter. Und das meine ich. Und das ist halt, ja, okay, aber das gibt's halt, das hast du in jedem zweiten Film in irgendeiner Form als Kritik mittlerweile. Und ich frage mich aber dann so, ja, aber was ist die Konklusion? Also wir werden, morgen wird niemand sein iPhone weglegen. Ja, aber das ist einfach so. Und da fehlt mir dann so ein bisschen, das ist genau das, was dem Film auch vorgeworfen wird. Ja, du sagst gerade, ja, die Menschheit ist gerade irgendwie, wir sind alle ein bisschen dumm und faul und bla und ja, okay, und jetzt? Aber ich habe den Film jetzt. Dein Film läuft auch auf fucking Netflix. Also, das ist so, ich verstehe einfach nicht so. Ich finde das immer so komisch. Ihr redet davon, von, was ist das? Ist das eine Kapitalismuskritik, während Leonardo DiCaprio auf seiner Yacht fährt und Supermodels bumst? Worum geht's hier? Jennifer Lawrence kriegt 20 Millionen pro Film. Ich will jetzt hier nicht diese Doppelmoral-Diskussion aufstellen, aber wo ist. Gib mir mehr. So, ich habe mich unterfordert gefühlt von dem. Aber das ist es ja. Also ich glaube halt, wie gesagt, dass sie gedacht haben, okay, wir müssen jetzt einfach einen direkteren Appell machen oder wir müssen halt irgendwie einen klaren Appell machen, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Film ja wirklich als Anspielung auf die Klimakrise gesehen. Ja, und du weißt ja auch genau, wie es ausgeht, weil es ist ja klar, dass der böse Milliardär nicht gewinnen kann. Also das ist ja klar. Der wird nicht die Welt retten vor dem Kommentar, damit alle sagen, ja, okay, alles klar, wir sollen unser Geld Jeff Bezos geben oder Jeff was. Bezos. Also das ist alles so, das Feindbild war ja von der ersten Minute klar irgendwie. Ja, ja, also, aber ich bin da bei dir. Also ich finde auch ein bisschen schade, dass er sich halt nur auf diesen Social-Media-Aspekt irgendwie ausruht. Und ich glaube, er hat dann selbst festgestellt, das wird nicht so ganz, wenn ich das nur auf diese Schiene fahre. Und deswegen entwickelt er ja halt noch so ein paar kleinere Geschichten im Laufe des Films. In der zweiten Hälfte kommen ja dann halt wirklich, dann kriegt der Leonardo DiCaprio noch mal so eine kleine Storyline. Noch das da am Ende, dass die irgendwie, ich will jetzt nicht zu viel spoilen, aber dass er mit seiner Frau, dass dann auch innerhalb von einem Nebensatz ist das wieder geregelt. Da sehe ich persönlich mein emanzipiertes Ich, sagt sich auch so, wieso nimmst du den jetzt zurück? Weil es das Ende der Welt ist. Ja, und? Dann verpiss dich doch ans andere Ende der Welt. Du hast mich doch, während das Ende der Welt angekündigt ist, hast du doch mich und meine Familie, hast du doch links liegen lassen, um irgendwie die geile Nachrichtenolle zu bumsen. Dann lass mich doch in Ruhe. Also, warum soll ich den nur mal meinen Tisch lassen? Vergebung? Ja, okay, finde ich trotzdem. Da bin ich anders gestrickt. Da bist du anders gestrickt. Da bin ich anders gestrickt. Ja, aber der Film, also. Ich fand's nachvollziehbar beziehungsweise in Ordnung, aber für mich halt ein weiterer Beleg, warum dieser Film halt auch nicht so rund, also wirklich perfekt ist. Ich habe auch sehr gelacht, ich habe auch irgendwie viel Spaß an Sachen gehabt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Adam McKay
ein bisschen mehr von dieser Metaspielerei noch einbaut, die er am Anfang macht mit dem Logo von dieser Space Defense Offense oder keine Ahnung, wie sie heißt. Das die wirklich gibt, habe ich gegoogelt, gibt's wirklich. Und es ist Logo ist wohl auch recht. Das Logo ist auch recht. Ja. Aber dass dann halt so mehr davon kommt, so wie er es halt schon bei anderen Filmen gemacht hat, also einfach so ein bisschen mehr, weiß nicht, Spielerei. Der Film ist halt dann letztendlich Idiocracy mit mehr Budget und mehr Stars. Ja. Ja, und vielleicht ein bisschen mehr Anspruch. Und ich verstehe, warum er halt diesen Anspruch vielleicht auch zurückschraubt. So, das aber fühlt sich an wie ein Mike Judge-Film eigentlich, ja. Ja. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte gute Zeit mit dem. Ja. Ja. Und ich habe viel mehr Orts gelacht. Ich finde, weil einfach die Summe an guten Leuten, die da mitmacht an diesem Film, sorgt dafür, dass es unterm Strich einfach ein guter Film ist. Also ein Film, der Spaß macht. Ich saß aber auch da und habe gedacht, so, ich freue mich, ich bin wirklich gespannt auf Wolfgang M. Schmidts Meinung dazu, was er dazu sagt. Weil der ist ja immer so, wenn es um so soziale oder so Kommentare geht, da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Hat er ihn schon gesehen? Ich muss ihn mal fragen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bestimmt wird demnächst kommen. Gut, so. Was wollte ich jetzt noch sagen? Don't Look Up. Don't Look Up, ja. Guckt euch den Film an und stellt selbst fest. Ja. Also er macht auf jeden Fall Spaß, ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Jetzt habe ich irgendwas im Kopf gehabt, was ich eigentlich noch ganz sinnvoll fand. Streamen anmoderieren? Ja, komm, dann machen wir Streamen. Es ärgert mich. Ich sitze nachher zu Hause und dann fällt mir ein. Wolltest du Ariana Grande vielleicht noch erwähnen? Ach, nee. Also, nee. Also selbst bei der, da dachte ich, die hat man nur in den Cast gepackt, um ihren Namen im Trailer nennen zu können. Aber da muss ich sagen, also. Aber den Song fand ich gar nicht mal verkehrt. Ja, eben. Also wie sich, wie da irgendwie am Ende die Leute, also insbesondere Ariana Grande, ich weiß ihre Rolle gerade nicht, wie die heißt, und dieser DJ Cello. Cello, Riley Bane, Bina Riley. Bina irgendwas, ja, genau. Wie die das dann, worauf das dann bei den beiden hinausläuft, muss ich schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das, dass Ariana Grande auch so selbst ironisch sein kann. Also es wäre nicht die beste Werbung für sich eigentlich. Nee, eben, überhaupt nicht. Aber das fand ich auch wieder so, das ist so wie wenn Justin Bieber bei Zoolander gekillt wird und so, haha, guck mal, wie selbstironisch. Also, ja, ich weiß nicht. Ja, aber Justin Bieber sich killen, also Justin Bieber zu killen und sich selbst aber als so eine richtige Bitch dahinzustellen, finde ich schon noch einen Unterschied. Aber egal, gut. Was ich noch sagen wollte, McKay und Frau Lawrence haben direkt schon das nächste heiße Eisen im Feuer. Die wollen nämlich jetzt einen Film machen namens irgendwas mit Bad Blood, wo es da um diese Frau geht, die dieses auch so ein Silicon Valley Tech-Unternehmen gemacht hat über die Blutbestimmung, also über die DNA-Bestimmung. Theranos oder so hieß das, glaube ich. Theranos, genau. Jennifer Lawrence soll die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes spielen, die mit einer neuen Blutanalysierungstechnik irgendwie versucht hat, rauszufinden, woher man stammt und so weiter. Gab einen riesen Erfolg, aber dann hat man irgendwie rausgefunden, dass diese Technik gar nicht bewiesen ist, dass das wirklich richtig validiert ist, was sie da macht. Und jetzt hat die offenbar diverse Prozesse am Arsch. So, wir haben aber noch ein paar Streamit-Empfehlungen auf der Uhr. Ich würde zuerst gerne die Mediathekentipps abfeuern. Können wir das machen? So, wir haben unter anderem 3 Nüsse für Aschenbrödel in der ARD-Mediathek. Haselnüsse für Aschenbrödel, es tut mir sehr leid. Muss man den echt in der Mediathek gucken? So, momentan ist es nicht. Läuft ja nicht einmal die Woche. Es kann ja sein, dass man einfach vom Feiertagsprogramm überfordert ist und jetzt kann man schon den einen Programmpunkt über Mediathek abhaken. Ja? Okay. Nein, ich kann weder um 12.30 Uhr noch um 14 Uhr noch um 16 Uhr. Ich möchte den gerne um 15.30 Uhr gucken. Siehste. Und diese Möglichkeit gibt dir jetzt halt die ARD-Mediathek. Da ist er drin. Ich habe gedacht, komm, um mal die erste Weihnachtsstimmung anzufeuern. Ist das vielleicht eine nette Empfehlung. So, dann gibt's bei Tele5 The Fog. Die haben gerade noch die Klapperschlange, aber den gibt's, glaube ich, heute nur noch heute und morgen. Und ab dem 12.12. kommt The Fog, Nebel des Grauens von John Carpenter über eine kleine Küstenstadt, die alljährlich, nee, oder alle paar Jahre von einem Piratenfluch heimgesucht wird. Und jetzt müssen wieder ein paar Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Für mich immer noch ein sehr stimmungsvoller Horror-Grusel-Film, den ich sehr mag. Dann, wo wir schon bei der Hand Gottes waren, die Diego Maradona Dokumentation von dem Mann, der auch Senna gemacht hat und Amy. Super Dokumentation. Sehr gute Dokumentation. Ja, ist gerade noch in der Dreisat-Mediathek erhältlich. Ich war, glaube ich, sogar gestern oder so im Fernsehen. Also, falls sich jemand noch, sag ich mal, die Faszination Diego Maradona reinschrauben möchte, um zu verstehen, warum in The Hand of God der Sohn erklärt,
er möchte lieber, dass Maradona zu Neapel kommt, anstatt mit seiner Tante zu schlafen. Der sollte sich diesen Film als Begleitwerk dazu ansehen. Und falls er nicht als Begleitwerk ihn sehen möchte, einfach so, weil es eine tolle Dokumentation. Ja. So, und was etwas Fieses, was ich dir nicht empfehlen kann, also für dich eine absolute Warnung, auf Arte gibt es gerade einen der ersten kürzeren oder ersten Filme von Gaspar Noé, Carne, über einen Schlachter, der alleine mit seiner Tochter zusammenlebt und in einer Sekunde einen folgenschweren Fehler oder sich zu einem folgenschweren Fehler entscheiden lässt, der sein gesamtes Leben ruiniert. Das mag dem einen oder anderen jetzt vielleicht bekannt vorkommen. Das ist die Vorgeschichte zu der Figur, die in Menschenfeind erzählt wird. Ja? Und man merkt hier anhand der Situation, die halt alles ins Unglück stürzt, wo die Reise noch hingehen sollte für Gaspar Noé, denn das ist tatsächlich irreversible Ursuppe, die hier zu sehen ist in 37 Minuten. Aber warum soll ich den denn nicht gucken? Also hast du mich jetzt gerade geistig zur Vegetarierin gemacht, oder? Weil es halt um Pferdefleisch geht. Alter, da bin ich jetzt nicht so. Okay, du hast die Warnung gehört. Die ersten 2 Minuten sind für Pferdefreunde wirklich, wirklich schwer. Ich weiß ja, dass es ein Film ist. Da bin ich tatsächlich gar nicht so zart beseitet. Ich dachte eher, dass die Warnung geht so in Richtung Lux Aterna. Nee, mit dem Film hätte man mich umbringen können. Ja, Stichwort nee. Stroboskop. Genau, aber das meine ich nicht. Ich meine hier einfach nur aus Liebe zum Tier. Okay. Und vielleicht will man einfach auch nicht sehen, wie gewisse Sachen hergestellt werden. Jetzt gucke ich ihn erst recht. Ja gut, ich habe dich gewarnt. Ja. So, und dann haben wir natürlich noch ein paar Streaming-Tipps. Zum einen gibt es 2 Filme, die habe ich noch nicht gesehen, aber die interessieren mich einfach von der Geschichte her. Asakusa Kid ist die Verfilmung der Biografie von Takeshi Kitano, den wir alle aus Takeshis Castle kennen. Und hier wird halt geschildert, wie dieser junge Mann halt versucht, in den 60er Jahren in Japan Fuß zu fassen. Und er geht bei einem Komiker oder Entertainer in die Lehre, der heißt Fukami. Und der war halt in dieser Gegend Asakusa, glaube ich, war der halt ein ziemlich berühmter oder bekannter Mann am Theater. Und Takeshi lernt halt bei ihm, wie es ist, Leute zu begeistern, wie man es schafft, Leute zum Lachen zu bringen und so weiter. Während aber das Theater sich im Niedergang befindet und halt das Fernsehen zum aufkommenden Star wird. Und Takeshi dann halt beschließt, wisst ihr was, was ich auf der Bühne kann, das kann ich auch im Fernsehen. Und ja, das soll alles dieser Film so behandeln. Und da bin ich doch sehr dran interessiert, weil ich mag den Mann und ich bin gespannt drauf, was so sein Werdegang war, weil bis zu dem weiß ich bislang nicht sehr viel. Und der zweite Film, den ich nicht gesehen habe, aber der mich halt einfach interessiert, ist DOS oder halt auch 2. Den gibt's ab morgen bei Netflix. Der handelt davon, dass 2 wildfremde Menschen plötzlich aufwachen und feststellen müssen, dass sie am Becken zusammengenäht worden sind. What? Jo. Also Mann und Frau wurden an ihren Becken zusammengenäht und können jetzt nicht voneinander los und müssen jetzt halt irgendwie versuchen, sowohl rauszufinden, warum, aber halt auch, wie sie zum Beispiel so einfache Dinge erledigen wie Wasser trinken oder eben auf die Toilette gehen. Ich habe ansonsten keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es ist. Aber die beiden. Ist das die anspruchsvolle Version von Human Centipede, oder? Könnte sein. Könnte sein. Oh. Ja, ne? Das war jetzt gar nicht bezogen auf Human Centipede, also auch, aber ich fand die Szene gerade sehr unangenehm. Genau, genau. Weil ich stelle mir das halt leider auch echt übel vor. So, und dann haben wir noch ein bisschen Quatschiges wie Tom Clancy's Gnadenlos. Der ist jetzt auf Amazon Prime erhältlich. Der dürfte für alle Rainbow Six-Fans oder Michael B. Jordan-Fans empfehlenswert sein. Ist eher ein B-Film, aber der meiner Ansicht nach in seiner Atmosphäre und seiner Action eigentlich ganz solide ist. Dann gibt's noch The Mac, der Riesenhai-Film mit Jason Statham. Ich weiß, er ist bleibt ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten. Ich hätte ihn mir ein bisschen brutaler gewünscht, ein bisschen irrer. Aber ich gebe dem jetzt noch mal eine Chance auf Prime Video. Ich glaube, den kann man auch nebenbei ganz gut laufen lassen, ohne sich groß anzustrengen. Dann gibt es auf Prime Video, jetzt gerade frisch draußen gekommen, wo wir schon bei Jonah Hill sind, War Dogs von Todd Phillips. Ein Film über 2 junge Männer, die eine Schwachstelle im Pentagon ausgenutzt haben. Denn die haben nämlich kleine Verträge mit Waffen oder Waffenverträge haben sie nämlich öffentlich ausgeschrieben, sodass Kleinunternehmer die Chance hatten, sich an diesen Waffendeals zu beteiligen, an denen normalerweise nur große Waffenhersteller beteiligt sind. Und diese beiden jungen Herren schaffen es halt, diesen Deal an Land zu ziehen mit dem Pentagon und immer noch größere Deals aufzuziehen und ja,
am Ende diese typische Rise and Fall Story von zwei Jungs, die mehr Glück als Verstand hatten. Also sehr unterhaltsamer Film. Ja, auf jeden Fall, muss ich auch sagen, habe ich dann doch einigen Spaß mit gehabt. Und als letztes würde ich noch ins Rennen, es sei denn, ihr habt noch was zu sagen zu irgendwas. Ne? Hat den leider genauso wie The Mac auch so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Den War Dogs? War Dogs, ja. Ja, aber jetzt mal so vom direkten Ding her. Ja, natürlich ist War Dogs der viel bessere Film. Ja, also auf jeden Fall. Aber ich hatte mir da auch mehr erhofft. Der kam irgendwie relativ zügig nach einem anderen Film. Kann sogar sein, dass das nach Wolf of Wall Street war. Mit dem ich war, irgendein Film gab es, bei dem ich dachte, hoffentlich wird das so einer, und dann war es War Dogs. Bringt euch, hilft jetzt auch niemandem weiter, aber. Ja, aber es ist so eine Mischung aus, ja, Wolf of Wall Street und Lord of War mit Nicolas Cage. Und dem mit Tom Cruise, der leider total Barry Jenkins, den leider kaum einer richtig kennt. Nee, Barry Jenkins ist der Regisseur von Moonlight. Genau. Stimmt. Wie heißt der? Barry Seal, ja. Ja, einer in Amerika oder irgendwie sowas, ne? Ja, wo er der Drogenpilot ist. Ja, den fand ich auch cool. Ja. Der ist auch leider echt ein bisschen untergegangen, ja. Ja. Schade. Ja. Barry Seal hieß der so? Ja, Barry Seal, Only in America. Only in America, genau. Nicht Barry Jenkins. Das ist der Regisseur von Moonlight. Ja. So, und als letzten Film habe ich noch, der ist schon bei Netflix erhältlich, aber den habe ich mir gestern angeguckt, das war nämlich das, was ich zuletzt gesehen habe, Gipfel der Götter. Und ehrlich, Freunde, da möchte ich mal eine kleine Empfehlung für aussprechen, basiert auf einem Manga, wurde bereits schon mal von einem Japaner verfilmt, jetzt aber von einem Franzosen, erinnert rein optisch eher an, ja, sowas wie I Lost My Buddy. Das war auch ein französischer Animationsfilm, der auf Netflix gelandet ist, wo die Hand versucht, zurück zu ihrem Körper zu kommen, falls ihr den gesehen habt. Und der ist nicht so ganz anime-mäßig. Hier geht es um einen, ja, Bergsteiger-Fotografen, dem in Nepal die Kamera des Erstbesteigers des Mount Everest angeboten wird. Ja, das heißt halt hier, das ist die Kamera und so weiter, und da sind bestimmt wichtige Sachen drauf und so. Und der Reporter bzw. Fotograf glaubt da nicht so wirklich dran, kriegt dann aber mit, dass der Typ, der ihm die Kamera angeboten hat, plötzlich von einem anderen Typ ja, so richtig bedroht wird, dass er eben die Kamera halt aushändigt, und muss dann feststellen, dass dieser Typ, der den Mann mit der Kamera bedroht hat, dass das ein ehemaliger oder beziehungsweise ein berühmter Bergsteiger ist, der für lange Jahre verschollen war, Yoji Habu. Und jetzt macht sich der Reporter eben halt auf die Suche nach diesem Yoji Habu, um zum einen zu klären, was es mit der Kamera auf sich hat, ob das wirklich die echte Kamera ist, und aber auch gleichzeitig irgendwie, um zu klären, was mit diesem Habu passiert ist, der halt wirklich für etliche Jahre von der Bildfläche verschollen war. Und in dem Film geht es eigentlich so ein bisschen darum zu ergründen, warum Menschen sich eben darauf einlassen, warum sie immer wieder die Herausforderung suchen und die Todesgefahr so gesehen oder Lebensgefahr in Angriff nehmen oder nicht scheuen bei dieser Besteigung dieser großen Berge. Und das fand ich sowohl inszenatorisch wie halt auch erzählerisch eigentlich ganz cool. Erzählerisch bleibt es ein bisschen hinter den Möglichkeiten, aber was ich echt erstaunlich fand, war, obwohl es ein Zeichentrickfilm ist oder ein Animefilm, wie auch immer man dazu sagen möchte, der schafft es in gewisse Situationen, dieses ich möchte nicht da oben sein Gefühl zu erzeugen, weißt du? Also Bergsteigen ist ja so eine Sache im Leben nicht. Ich hätte nicht an. What's the point? Ja, what's the point? Ja, wahrscheinlich wissen wir, dass wir mehr auf dem Gipfel stehen. Oder werden wir es erst völlig begreifen, wenn wir jemals selbst sowas gemacht hätten? Virtual Reality Brille und Google Earth. Ja, entweder so. Genau das Gleiche. Ja, ja, entweder so, oder man macht es halt wirklich im wahren Leben. Und ich finde, der Film schafft es halt, manche Situationen zu erzeugen, wo man sich halt wirklich denkt, fuck, das ist echt mies da jetzt am Berg so. Also, ja, ich finde, das kam schon jetzt in den Trailerbildern ganz gut rüber, dass das eine sehr echte Atmosphäre kreiert, obwohl das, man denken würde, dass so ein Film eher leidet unter Zeichentrick. Genau. Aber haben die scheinbar sehr gut gemacht. Ja. Und da gibt's eine Situation, die fand ich wirklich richtig fies. Und da hat sich's mir auch so wirklich so zusammengezogen, als würde man selbst irgendwo oben stehen und runter gucken. So. Deswegen würde ich den Film einfach mal als kleine Empfehlung mit auf den Weg geben. So. Und bevor du abmoderierst, möchte ich einmal ganz kurz dir meinen absoluten Respekt zollen, denn ihr habt's wahrscheinlich nicht gemerkt, aber du hast es geschafft, diese Sendung mit einem erzählerischen Bogen zu versehen, weil du eben gesagt hast, das ist der Film, den ich als letztes gesehen habe. So schließt sich die Klammer. Das ist beeindruckend. War das geplant? Das war geplant. Krass. Ich habe den halt wirklich gerade gestern
zum allerletzten Mal gesehen. Beziehungsweise als letztes gesehen. Habe ich noch was? Ist noch was auf der Uhr? Nö, das war's. Also, Eddie, wir sehen uns ja schon dann am Freitag, morgen Abend wieder, ne? Wenn wir zusammen mit Nura, glaube ich, oder bist du da dabei? Ich glaube nicht. Nee, aber dann bist du beim Chat. Simon ist dabei. Okay, Simon und ich und Nura und noch zwei andere Darsteller aus Dark unter anderem gucken uns eine neue Serie an, hier im Telekollektiv. Danach haben wir ein Chat-Duell. Und dann am Sonntag gucken wir zusammen Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ja. Oder? Ein tolles Wochenende vor uns. Genau. Und ansonsten nix, ne? Ach ja, und dein Harry Potter Netflix gibt's am Samstag noch. Audioflick. Audioflick gibt's noch bei uns auf dem Kanal. Ja, cool. Dann vielen Dank, Antje. Gerne. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank euch da draußen. Und bis zu der nächsten Sendung, in der wir uns wiedersehen. Tschüss. 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 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kino.